Seid gegrüßt, liebe Leute. Wir reagieren heute auf die MyButtInner-Folge vom 11. Juli, wo es um das 75-jährige Jubiläum der NATO geht. Beziehungsweise Jubiläum kann man hier schon in Frage stellen. Denn es ist auch Sarah Wagenknecht dabei, die ja die NATO, wie euch allen bekannt ist, sehr, sehr kritisch sieht. Neben Sarah Wagenknecht haben wir noch ein paar andere Gäste dabei und die schauen wir uns jetzt erstmal kurz an, bevor wir starten. Omid Noripur, also der Grünen-Vorsitzende. Ben Hodges, General, also ehemaliger General der US-Streitkräfte. Klaus Kleber, Mitglied in der Atlantikbrücke. Kann ich mal zeigen. Hier, Klaus Kleber. Ist tatsächlich ein Journalist, der, wie gesagt, der sogar Kuratoriumsmitglied der Stiftung Atlantikbrücke ist. Ist ein transatlantischer Think Tank, wer die Atlantikbrücke nicht kennt. Also, ja. Aber schauen wir uns mal die letzte an. Das ist Claudia Major. Sie ist bei der Stiftung Sicherheit und Politik. Die Stiftung Sicherheit und Politik, ja, das ist eine Stiftung, wo mehr oder weniger die Bundesregierung ihre außenpolitische Strategie debattieren lässt. Ich glaube, die Bundesregierung gehört da auch zu den größeren Sponsoren. Also, ja, wir haben hier einen ehemaligen US-General, der auch weiterhin auf der westlichen Linie ist, also kein Harald Kujat oder so. Wir haben, wie gesagt, einen grünen Kriegstreiber. Wir haben zwei Leute, die in transatlantischen Thinktanks sitzen und wir haben Sarah Wagenknecht und wir haben eine Moderatorin, die auch eher pro Waffenlieferungen, eher pro NATO ist. Das heißt, wir haben wieder ein typisches 5 zu 1, wie wir es aus deutschen Talkshows kennen. Wahrscheinlich wird das Ganze hier in 5 gegen Wagenknecht, aber da wenigstens mit Wagenknecht eine abweichende Stimme vertreten ist, schauen wir uns die Talkshow trotzdem mal an. Vorab ein Hinweis in eigener Sache. Abonniert mich bitte auf Odyssee, abonniert mich bitte auf Rumble. Die Videos, die ich auf YouTube hochlade, kommen zuerst, zumeist auch auf Odyssee und Rumble online. Die Links zu Odyssee und Rumble findet ihr in der Videobeschreibung. So, los geht's. NATO in der Krise, stark genug gegen Putin. Das ist unser Thema heute Abend und damit einen guten Abend, liebe Zuschauer. Die NATO ist 75 Jahre alt, Joe Biden ist 6 Jahre älter. Und dass man das. Also alleine das Thema ist doch schon seltsam. Die NATO in der Krise stark genug gegen Putin. Also eigentlich sollte doch darüber debattiert werden, ob Putin überhaupt jemand ist, gegen den man sich hier zusammentun müsste. Also wir sollten doch wohl über die Feindausrichtung diskutieren oder ob die NATO überhaupt aktiv irgendjemand als Feind benennen sollte. Aber dass es gegen Putin geht, das ist schon auf jeden Fall sicher. Diskutiert wird nur darum, ja, ob die NATO stark genug ist, um gegen den bösen Despoten aus Moskau anzukommen. Ah, das nur am Rande hier am Anfang, weil dieses Framing schon sehr, sehr tendenziös ist. Immer deutlicher merkt, wird auch zum Problem für das Bündnis. Ein US-Präsident als großer Gastgeber und zugleich als großes Fragezeichen. Ein Ungar Viktor Orban in Moskau und in Peking und Macron ein Präsident ohne Mehrheiten. Das sind alles keine guten Nachrichten. Auch nicht für die Ukraine. Jetzt komme es in der NATO umso mehr auf Deutschland an, heißt es. Nur mehr Verantwortung, die müsse ein deutscher Kanzler übernehmen wollen und können. Wir müssen reden mit diesen Gästen. Der Vorsitzende der Grünen, Omid Noripur. Sarah Wagenknecht, Parteivorsitzende BSW. Die Verteidigungsexpertin Claudia Major. Der langjährige US-General Ben Hodges. Und Klaus Kleber, Journalist und Autor. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßt die Gäste dieses Abends ausgesprochen herzlich und schon geht's los. Die NATO wird. Stellt euch mal vor, die würden irgendwen von Russia Today einladen und dann sagen: hier unser. Toller Auslandskorrespondent, Journalist und Autor und würden den einfach vorstellen. Nee, die würden ganz klar auf Russia Today verweisen. Und bei Klaus Kleber, da kann man meiner Ansicht nach auch ganz klar mal auf die Atlantikbrücke verweisen. Also ich habe wirklich mal ku nur kurz Namen geguckt, ob der da in der Atlantikbrücke ist. Und Überraschung, wie so viele deutsche Journalisten ist er in der Atlantikbrücke. Also das sind doch Dinge, die man vielleicht mal erwähnen könnte. 75 und Wie gesagt, bei irgendeinem russischen Journalisten, der in Talkshows eh nicht eingeladen wird, mal abgesehen davon, da waren deutsche Talkshows auch mal ein bisschen diverser. 2014 hat man ja wenigstens in einigen Talkshows noch versucht, die russische Sichtweise zu zeigen. Das ist ja heute gar nicht mehr der Fall. Aber da würde man auch nicht sagen, hier so ein toller, neutraler Journalist. Nee, da würde man sagen, wessen Interessen der vertritt. Und bei Klaus Kleber, da könnte man das meiner Meinung nach auch machen. Der Gastgeber ist nicht informiert. 75 Jahre alt wird sie in diesem Jahr, die NATO. Das Bündnis steht vor riesigen Aufgaben. Der Krieg in der Ukraine, die Bedrohung durch Russland und die Rivalität mit China. Der große Jubiläumsgipfel steht unter keinem guten Stern.
Die Debatte um die Kandidatur von Joe Biden für eine zweite Amtszeit überschattet alles. Ist er fit genug? Kann er weiterhin Anführer des westlichen Bündnisses sein? Immer mehr Unterstützer rücken von... Da Biden nicht Politik macht, sondern Biden einfach nur dastehen und irgendwas unterschreiben muss, ja, definitiv ist Biden dafür fit genug. Also ob da irgend so eine andere Marionette steht, die jünger und agiler aussieht, oder ob da ein Tattenkreis steht, der sich nicht mal den Namen von Zelensky merken kann, das ist relativ egal tatsächlich. Also die Politik wird eh nicht von Biden gemacht. ...ihm ab. Auch einflussreiche Stimmen wie Nancy Pelosi und George Clooney. Doch Joe Biden kämpft weiter um seine Kandidatur mit großen Worten. Ich mache nicht nur täglich Wahlkampf, sondern ich lenke die Welt. Und das ist keine Übertreibung. Wir sind die wichtigste Nation. Ich bin am besten qualifiziert, um Trump zu schlagen. Ich weiß, wie man die Dinge regelt. Klaus Kleber ist bei uns, Journalist, Korrespondent für das... Irgendwie tut er einem ein bisschen leid, oder? Also jetzt mal ganz unabhängig davon, was man von seiner Politik hält. ZDF eigentlich an sehr vielen Stellen in der Welt, heute in diesem Studio. Joe Biden sagt, er lenkt die Welt. Ist das der Grund, warum sich gerade viele Menschen sorgen? Ja, das ist eben das. Die Welt hört das nicht mehr so. Ja, er ist ja einfach nur ehrlich. Also die USA sind nun mal mit Abstand die mächtigste Nation in der Welt und der US-Präsident, der ist nominell der Oberbefehlshaber. Wie gesagt, ich würde anzweifeln, dass Biden die großen Linien der Politik selbst festlegt, aber... Ja, so gesehen ist Biden nur ehrlich. Also mit dem Zitat habe ich jetzt keine großartigen, an dem Zitat habe ich jetzt keine großartige Kritik. Gerne, weil die Zeiten stürmisch sind und eine feste Hand brauchen und einen sicheren Stand. Und beides hat er nicht gezeigt in letzter Zeit. Und nach allem, was man jetzt mehr aus den inneren Zirkeln hört, ist das tatsächlich das Bild des Präsidenten, wie er tatsächlich ist, wenn er nicht inszeniert ist. Yeah. Man hat das auch schon vorher von Fundraisers, also so Spendensammelveranstaltungen, zu denen der Präsident kommt, die sind dann in der Regel nicht riesengroß, yeah, sondern groß sind die Geldbörsen der Menschen, die da eingeladen sind. Und selbst da bediente er sich schon lange Teleprompter, um vor 24 Freunden zu sprechen. Mhm. Und George Clooney hat das in seinem übrigens meisterhaften Op-Ed-Brief in der New York Times jetzt beschrieben, dass er sagt, dass der, den ich da erlebt habe, bei dem Ereignis, das, wo ich der Gastgeber war, das ist nicht mehr der Präsident von 2010 und er ist auch nicht der von 2020. Mhm. Es ist der Präsident, den wir in dieser unglückseligen Veranstaltung erlebt haben. Das war das wahre Bild. Mhm. Und das ist jetzt das große Problem, weil sich diese Beobachtungen aufhäufen. Und wenn das nicht dazu... Ich hätte fast gesagt, es hätte gereicht, die öffentlichen Reden von Biden sich anzusehen. Also da gab es ja zig solcher Momente. Also das war ja ein kollektives Wegsehen der Medien und plötzlich im TV fällt einem auf, huch, der ist ja total gebrechlich. Wo kommt das denn her? Das hätte man in den letzten Jahren schon sehen können. Also für dass man ihn auswechselt, dann führt es ja dazu, dass ein von seinen eigenen Leuten lahmgeschlagener Mensch in die Endausscheidung geht, des Wahlkampfes. Und das ist jetzt eine ganz heikle Situation. Sobald dieser Gipfel vorbei ist und auch die Zurückhaltung, die mit diesem Gipfel verbunden ist, weg ist, weil man natürlich ihn nicht abräumen kann, während der NATO-Gipfel stattfindet. Aber wird da der viel größere Sturm losbrechen? Entweder ja, oder es hat sich beruhigt. Im Moment, nach meinem Eindruck, aber ich bin zurzeit nicht in Washington. Was hatte Thomas Röper ja schon seit einigen Monaten gesagt, dass das Establishment der Demokraten plant, Biden abzusägen und deswegen diese TV-Debatte so früh organisiert hat. Also man wollte, dass Biden sich bei dieser TV-Debatte blamiert. Man wollte, dass er der Weltöffentlichkeit zeigt, ich bin nicht mehr in dem Gesundheitszustand, in dem man vielleicht sein sollte, wenn man hier 4 weitere Jahre US-Präsident sein will. Wie gesagt, ist jetzt, glaube ich, auch... Also für die Politik nicht so relevant, aber für die Außenwirkung, für die Öffentlichkeit ist das schon relevant. Und um Biden dann absägen zu können, um dann irgendwen anders installieren zu können, irgendeine andere Establishment-Marionette, um die dann zur Chance hat, Donald Trump zu schlagen. Damit hätte man gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man hätte erstens Joe Biden abgesägt und einen neuen, agilen, jungen Kandidaten aufgebaut. Und zweitens hätte man die demokratischen Vorwahlen verhindert. Denn wenn Biden gesagt hätte, ich trete nicht nochmal an, dann hätte es bei den Demokraten Vorwahlen geben können und dann hätte die Gefahr bestanden, dass dann ein linker Kandidat gewonnen hätte. Wir haben ja bei den letzten 2 Vorwahlen gesehen, wie stark Bernie Sanders da war. Also so ein ähnliches Szenario hätte sich dann wiederholen können und sowas musste man natürlich verhindern. Deswegen hat Biden gesagt, ich trete nochmal an. Und deswegen hat man das jetzt so orchestriert, also zumindest Thomas Röpers Theorie, dass man ihn jetzt so einfach absägen kann. Nach meinem Eindruck geht das nicht zurück, sondern es kocht höher. Das wird bleiben und das geht nicht weg. Omid Nuripur ist bei uns, einer der beiden Parteivorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen und der Außenpolitiker, der auch in der Atlantikbrücke als stellvertretender...
Bei ihm sagt es. Der Vorsitzende sitzt. Wie lange wird Joe Biden diesen Druck standhalten können, glaubt der Grünen-Vorsitzende? Das weiß ich nicht. Ich glaube gar nicht, dass dieser wirklich unsinnige Spruch, ich lenke die Welt, ein Versprecher war. Mhm. Und das ist Teil des Problems. Ich glaube, dass das auch die Rede, die er jetzt beim Gipfel selbst gehalten hat, zeigt, wie dramatisch seine Lage ist, weil er geht zum NATO-Gipfel und hält eigentlich eine Rede nach innen. Und dieser Spruch, wie ich lenke... Stellt euch vor, irgendein chinesischer Kaiser, irgendein römischer Kaiser hätte sowas gesagt. Da hätte niemand gesagt, dieser unsinnige Spruch. Es war halt in der, es waren vormoderne Staaten. Damals konnte man gar keinen so globalen Herrschaftsanspruch formulieren wie die USA. Oder zumindest hatte man in der Realität nicht die Möglichkeit, eine solche Macht zu entfalten, wie sie die USA heute haben. Aber damals hätte das niemand komisch gefunden. Also das war ja beispielsweise der Herrschaftsanspruch der chinesischen Kaiser, dass sie alles zwischen Himmel und Erde regieren würden. Und China war eben das. Also, dass das chinesische Reich in vormodernen Zeiten entstand, wesentlich weniger mächtig, als es die USA heute sind. Also der Spruch ergibt in der Beziehung schon Sinn und passt auch jetzt nicht unbedingt vielleicht zu dem, was frühere Präsidenten gesagt haben, aber definitiv zu dem, was in den mächtigen Kreisen in Washington, wie dort so geredet wird. Also da ist ja die Rede von Global Dominance, von Full Spectrum Dominance. Also, dass man quasi die einzige verbleibende Weltmacht auch bitteschön die nächsten 100 Jahre bleiben will. Also ein berühmter Think Tank, da heißt ja Project for a New American Century. Also das ist ja die Sprache, die da gewählt wird. Also das ist jetzt kein Versprecher von Joe Biden, sondern er nimmt einfach nur den Diskurs auf, der dort sowieso herrscht. Und der ist der Weltöffentlichkeit oder Weltöffentlichkeit wahrscheinlich schon bekannter, sagen wir mal, der schlecht informierten westlichen Öffentlichkeit. Der kommt jetzt die Wortwahl komisch vor, aber es ist mehr oder weniger das, was in den USA schon seit über 20 Jahren mehr oder weniger der Standard des Diskurses in Washington ist. Die Welt soll ja eigentlich der amerikanischen Bevölkerung zeigen, dass er eigentlich doch alles im Griff hat. Ja. Und das zeigt halt, wie groß seine Not ist und wie sehr er darum kämpfen muss, dass das überhaupt anerkannt wird. Und es ist ein Desaster, dass die beiden großen Parteien in den USA dieses Personal aufzubieten haben. Und das wird mir auch von allen amerikanischen Freunden permanent gespiegelt. Eigentlich wollen die Leute irgendetwas Neues, irgendetwas Frisches, irgendjemand, der nicht so verbrannt ist wie die beiden. Aus völlig verschiedenen Gründen. Ich will die auch nicht gleichsetzen. Und die Frage ist, kann die Demokratische Partei, ich sage jetzt mal die nächsten 2 Wochen, sich durchringen zu einer anderen Entscheidung? Und das werden wir sehen. Sehr viel mehr Zeit haben sie nicht. Danach sieht es sehr aus, Ihrem Gefühl nach? Ich weiß es nicht. Das ist, sagen wir mal so, wenn es so passieren sollte, dann müsste Nancy Pelosi anfangen und das hat sie jetzt. Aber das ist völlig offen. Ich weiß es nicht. Sarah Wagenknecht ist bei uns, die Chefin des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Sie sind mit dem Blick auf die USA momentan, Frau Wagenknecht, der Überzeugung, dass es eigentlich egal ist, wer da regiert, weil die USA so oder so ein Staat sind, der eine aggressive Außenpolitik in Ihren Augen macht? Oder sagen Sie, Sie fänden einen Präsidenten Trump sogar gut? Also egal kann es uns schon deshalb nicht sein, weil die USA die Gruppe... Also für den Ukraine-Krieg wäre Präsident Trump wahrscheinlich besser, für den Nahostkonflikt wäre Präsident Trump wahrscheinlich schlechter. Also so einheitlich ist das Bild da tatsächlich gar nicht. Die größte Militärmacht dieser Welt ist. Und natürlich spielt es eine Rolle, wer dort regiert. Und das ist schon eine Tragödie, dass jetzt die Wahl besteht zwischen einem, oder vielleicht wahrscheinlich die Wahl besteht zwischen einem Dementen und einem Unzurechnungsfähigen. Und natürlich fällt es jetzt auch schwer, irgendwie auf Trump als Friedensbringer zu setzen, weil man bei Trump einfach gar nichts kalkulieren kann. Nur dieser Ausspruch von Biden, ich meine, die Welt will von den USA auch dann nicht gelenkt werden, wenn es ein anderer Präsident ist. Und ich glaube, dieser Spruch zeigt einfach diese ganze unglaubliche Anmaßung. Die USA ist eine riesige Weltmacht im Niedergang und sie kämpft mit allen Mitteln dagegen an, dass ihre globale Hegemonie zerfällt. Und das ist eigentlich das Kernproblem, was die Lage so gefährlich macht, was uns in Europa und womöglich die ganze Welt in einen furchtbaren Krieg hineinziehen kann. Und deswegen würde ich mir natürlich wünschen, dass ein zurechnungsfähiger und auch irgendwie in den Traditionen, die es ja in den USA auch schon mal gab, von Kennedy zum Beispiel, der damals die Kuba-Krise ja doch sehr gut gemeistert hat, dass jemand in der Tradition ein Präsidentschaftskandidat würde. Ich sehe keinen aktuell. Und umso mehr müssten wir unsere eigenen Interessen sehen und einfach uns auch eigenständig verhalten und nicht immer dem hinterherlaufen. Aber auch ein Kennedy musste seinerzeit sich gegen den Vorwurf wehren, dass er mit der Kuba-Krise und der Boykott oder Blockade für Kuba den Atomkrieg riskiert. Statt zu sagen, jetzt lass die mal ihre paar Raketen stationieren und dann verhandeln wir drüber, wie wir das friedlich lösen. Er hat ja diplomatisch verhandelt. Es gab
gab ja den Deal, die Russen haben die Raketen aus Kuba zurückgezogen und die Amerikaner haben die aus der Türkei. Und das war der Kompromiss. Und es gab damals durchaus Kräfte in den USA, die wollten das nicht, dass es so einen Kompromiss gibt. Mhm. Und die Welt stand am Rande eines großen Atomkriegs. Und es gibt sehr ernstzunehmende Militärs, die sagen, wir sind heute einem solchen Szenario näher sogar als damals in der Kuba-Krise. Und ich finde das wahnsinnig beängstigend. Mitten in der Diskussion und auch der Frage, ob die USA eine untergehende oder eine wankende Hegemonialmacht sind. Sonst schreibt man das in der Regel Russland zu. Also sehr gute Analyse von Sarah Wagenknecht und die Kuba-Krise auch ziemlich gutes Beispiel, weil sie zeigt, wie aggressiv eine Großmacht bereit ist, ihren Großraum auch zu verteidigen, wenn da eine fremde Großmacht eingreift. Also in Kuba, da hat die Sowjetunion versucht, Atomraketen zu stationieren und wirklich der Großteil der US-Militärs war der Meinung, die USA können da einmarschieren, ohne dass die Sowjetunion Kuba zur Hilfe eilen würde. Heute wissen wir durch Aussagen von Nikita Khrushchev, die Sowjetunion wäre Kuba zur Hilfe geeilt, das heißt, es hätte einen Atomkrieg gegeben. Also auch damit hat Wagenknecht völlig recht. Zuletzt hat Barack Obama die russische Führung, das große Reich Russland, zu einer Regionalmacht erklärt. Würden Sie sagen, Claudia Major, dass Sie, Sicherheitsexpertin, Verteidigungsexpertin, dass wir tatsächlich in eine Situation kommen, in der die USA uns, der NATO, als Bündnispartner, als zentraler Bündnispartner verloren gehen könnte? Ich glaube, das ist die relevante Frage, die sich dahinter versteckt. Wir reden jetzt immer über die Präsidentschaftswahlen, aber meines Erachtens geht es nur vordergründig darum, dass ein neuer Präsident gewählt wird. Dahinter stehen zwei andere Fragen. Die erste ist die Zukunft der amerikanischen Demokratie. Mhm. Wir haben gesehen, was unter Trump passiert ist, dass die Leitplanken der amerikanischen Demokratie immer weiter geschwächt worden sind und er auch mehrfach angekündigt hat, dass er das weitermachen möchte. Das heißt, die Frage, wie geht es weiter mit der amerikanischen Demokratie, steht auf dem Spiel und die Frage, wie geht es weiter mit den USA als internationalen Verbündeten. Nicht nur mit Blick auf Europa, sondern auch mit Blick auf Asien, mit Blick auf Südkorea, mit Blick auf Japan, mit Blick auf Australien, Neuseeland. Ja. Und für uns in Europa heißt es, dass wir unter einem möglichen Präsidenten Trump nicht wissen, wie es weitergehen wird. Wir können gucken, was in der Trump-1-Präsidentschaft passiert ist. Das war ein sehr transaktionaler Ansatz. Er hat Partner, Alliierte nicht sehr hoch wertgeschätzt. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass das in einem viel größeren Ausmaß nochmal passiert. Mhm. Ich glaube nicht, dass die USA austreten werden aus der NATO. Das müssen sie auch gar nicht. Sie können unterhalb des Austretens das Bündnis sehr schwächen. Wenn sie politisch zum Beispiel sagen, ja, ich weiß nicht, ob wir die noch verteidigen. Ja. Wenn sie militärisch keine Truppen mehr stellen, wenn sie die Spitzenposten nicht mehr besetzen. Allein damit wäre schon... Weil das klingt nach positiven Aussichten. Also würde ich sagen. Die Verteidigung in Europa... enorm geschwächt. Und die Europäer bemühen sich jetzt, das haben wir auf dem Gipfel gesehen, das haben wir mit den Entscheidungen heute gesehen, mit den Stationierungen, geplanten Stationierungen von Abstandswaffen, von den Tomahawks. Die Europäer bemühen sich, diese Lücken schon mal ein bisschen auszugleichen. Mhm. Aber wir wissen auch, dass diese Lücken nicht geschlossen werden können, sondern dass wir dann ein anderes Sicherheitsbündnis hatten. Das heißt, die politische Führung der USA, die konventionellen Fähigkeiten, die nukleare Abschreckung können wir nicht ersetzen. Wir können nur versuchen, was anderes aufzubauen. Ja. Und dennoch könnte es so sein, Claudia Major, dass ausgerechnet ein Donald Trump, ein US-Präsident Trump und ein EU-Ratsvorsitzender Viktor Orban die Friedensverhandlungen beginnen mit der Ukraine? Ich sehe gerade noch nicht, dass sie sich für Friedensverhandlungen mit der Ukraine warmlaufen. Das, was wir die letzten Tage gesehen haben, war ja eigentlich ein eher missglückter Versuch von Friedensverhandlungen. Nachdem Viktor Orban in Moskau war, kam ein Angriff auf ein Kinderkrankenhaus. Und weitere Angriffe auch auf die Ukraine. Das heißt, wenn Russland Interesse an Verhandlungen hätte, an einem Ende des... Was heißt Russland? Wir wissen doch noch gar nicht, wer für diesen Angriff verantwortlich ist. Also es gibt ja die Version Russlands. Russland beschuldigt die Ukraine. Und es gibt die Version der Ukraine. Die Ukraine beschuldigt Russland. Diese Versionen, die stehen jetzt erstmal nebeneinander. Wir wissen doch noch gar nicht, wer das überhaupt war. Krieges hätte, dann könnte es das ja klar signalisieren. Wir haben in den letzten zwei Jahren zahlreiche Friedensinitiativen gesehen, von Brasilien, von Afrika, vom Papst, dem chinesischen Sondergesandten. Es gab genug Initiativen. Ich glaube, was uns schwerfällt in Westeuropa, ist anzuerkennen, dass Russland kein Interesse an Verhandlungen und Frieden hat, sondern diesen Krieg gewinnen will. Sie haben Lavrov vielleicht gehört in den... Das ist Unsinn. Russland hat schon... Also seit der Krieg begonnen hat, bietet Russland immer wieder Frieden an. Also wir können ja mal in Istanbul anfangen. Da hat Russland tatsächlich angeboten, sich hinter den Linien des 24. Februar zurückzuziehen und gegen die Zusicherung, dass die Ukraine neutraler Staat bleibt. Und das war ja tatsächlich von Anfang an der wichtigste russische Punkt, nämlich, dass die Ukraine neutral bleibt. Und mittlerweile ist die russische Verhandlungsposition, man will Kherson, Saponischja, Donetsk und Luhansk annektieren, aber ansonsten soll die Ukraine neutral bleiben, sich entnazifizieren und demilitarisieren. Das sind die russischen Forderungen. Die russischen Forderungen bedeuten keine komplette Vernichtung der Ukraine. Also das sind die russischen Maximalforderungen. Also darüber könnte man ja verhandeln, wenn man zu Verhandlungen bereit wäre. Aber Selenskyj hat
Dekret unterschrieben, welches besagt, Gespräche sind mit Russland nicht möglich. Oder mit Russlands Präsident Putin nicht möglich, ungefähr so. Also das ist ja die Situation, die wir gerade haben. Die Ukraine verweigert sich auf westlichen Druck in Verhandlungen. Vor ein, zwei Tagen, als er sagte, dass selbst wenn die Ukraine Neutralität akzeptieren würde und die Gebiete abtreten würde, die Russland haben möchte, also Saporischschja, Cherson, Donetsk und Luhansk, selbst dann, sagt Lavrov, müsste man irgendwann den Sargnagel in die ukrainische Souveränität schlagen und den Rest des Landes zurück nach Russland holen. Das klingt für mich... Ich will das Zitat sehen. Ich will das Originalzitat von Lavrov sehen, das widerspricht allem, was russische Vertreter sonst sagen. Ehrlich gesagt nicht nach Verhandlungsbereitschaft, sondern nach Sieg. Und damit sind wir in der Ukraine und marschieren von da aber nochmal zurück, weil es ist wichtig und interessanter, ein weiteres Mal nach der NATO zu fragen, Klaus Kleber. Und natürlich kommen wir zur Ukraine unbedingt. Unsichere Verhältnisse in den Vereinigten Staaten, unsichere Verhältnisse in Frankreich, unsichere Verhältnisse in Großbritannien gerade. Ist die NATO mehr und mehr ein Bündnis geworden, wo man vor Wahlen immer um ihren Bestand fürchten muss? Zumindest lösen sich diese Verbände auf im Moment, die immer da waren. Also die NATO war so ein unangreifbarer Pfeiler im Denken europäischer Politik, lange Zeit. Und wir erleben jetzt eben die Angriffe von der Führungsmacht in Gestalt von Trump, der zunächst mal das auf so eine Art irgendwas zwischen Schutzgeld, Mafia-Schutzgeld und Security-Provider mit sehr hohen Preisen. Und wenn du nicht zahlst, dann kriegst du natürlich meine Dienste nicht. So funktioniert westliche Außenpolitik schon immer. Also entweder ihr spielt nach unseren Regeln oder wir machen bei euch Regime-Change. Und dass Trump auch gegenüber den europäischen Verbündeten eine deutlichere Sprache ansteckt, das ist in erster Linie ehrlich. Das ist jetzt gar keine große Veränderung der realen Politik. Schwankt dazu geht einher, glaube ich, ein Vergessen in der auch deutschen Bevölkerung, dass die Bereitschaft der Amerikaner und anderer für Deutschland, das ja lange Zeit sozusagen der Frontstaat war gegen den Warschauer Pakt, jetzt wieder getestet werden kann. Und dass von diesem NATO-Versprechen eben nicht nur Deutschland profitiert, sondern umgekehrt Deutschland auch Verpflichtungen hat. Ich habe mal einen riesen Ärger gekriegt, als ich eine Sendung begonnen habe mit einem Szenario und sagte, während wir hier senden, passiert was im Baltikum und deutsche Soldaten sind zu Zehntausenden auf dem Weg dorthin. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nein, das stimmt Gott sei Dank nicht, aber das ist das Thema bei einem NATO-Gipfel morgen in Wales, glaube ich. Und dann habe ich den größten Shitstorm meines bisherigen ZDF-Daseins erlebt, weil die Leute das als Kriegstreiberei bezeichnet haben. Und ich sagte, in dieser Moderation. Ja, ist es immer noch. Russland plant keinen Angriff auf die NATO. Völliger Unsinn. Schon. Das passiert nicht, aber es müsste passieren, wenn Putin das, was er in der Krim gemacht hat, auch im Baltikum versuchen würde. Und es gibt Hinweise darauf, dass das passieren könnte. So. Und wenn diese innere Bereitschaft nicht mehr steht, zu sagen, wir Deutschen halten zur NATO die größten Profiteure der NATO, dann würde ich als Putin mir schon überlegen, ob ich dieses Bündnis noch ernst nehmen muss. Und irgendwann kommt mal die Idee, das mal zu testen. Wir fragen gleich Sarah Wagenknecht danach und müssen und wollen unbedingt nach Washington ganz kurz schalten. Was heißt ganz kurz? Für diese Sendung schalten sind sehr dankbar, dass er bei uns ist. Ben Hodges, der Generalleutnant AD und Oberkommandierende der US-Landstreitkräfte in Europa. Einen guten Abend nach Washington, Ben. Und die erste Frage. Zwei Drittel mittlerweile aller NATO-Staaten liefern nun 2%, die berühmten 2% für die NATO-Verteidigung. Und das wird dennoch nicht Joe Biden retten? Well, Margaret, thank you. Margaret, erst einmal vielen Dank und ich möchte auch auf das zu sprechen kommen, was ich gerade gehört habe. Ich denke, es ist vielleicht schon Unsinn, dass wir jetzt näher an einem weltweiten Krieg sein sollen als während der Kuba-Krise. Das ergibt so keinen Sinn. Damals gab es eine Sowjetunion, die bereit war, anzugreifen. Und Russland heute ist nicht wie die Sowjetunion, die NATO ist. Okay, völliger Unsinn. Also die USA, in Kuba war bis 1959 ein proamerikanischer Diktator an der Macht. Kuba war de facto ein amerikanisches Protektorat. Die USA haben da immer wieder interveniert. Die USA haben sich in einem Abkommen mit Kuba das Recht vorbehalten, kubanische Regierungen auszutauschen, wenn sie ihnen nicht gefielen. Die USA haben bis heute die Bucht von Guantanamo besetzt gehalten. Also das war 1959 die Situation in Kuba. Nachdem Fidel Castro da die Macht ergriffen hatte, hat er erstmal angefangen, Sektoren zu verstaatlichen und sich versucht, sich mit den USA auf einen neuen Modus Vivendi zu einigen.
Die USA, vor allem Vizepräsident Richard Nixon, waren davon alles andere als begeistert und haben darauf mit Terroranschlägen, mit der Unterstützung der Opposition, mit der Invasion in der Schweinebucht, also man könnte sagen mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg geantwortet. Die kubanische Regierung war also in arger Bedrängnis und musste befürchten, früher oder später Opfer einer amerikanischen Intervention zu werden. Unter diesen Voraussetzungen hat sich Kuba dann schließlich der Sowjetunion zugewandt und sie um militärische Unterstützung gebeten. Das war der Kontext. Die USA haben wirklich aktiv versucht, die kubanische Regierung völkerrechtswidrig zu beseitigen. Also die USA hatten Kuba angegriffen. Die Sowjetunion wollten die USA angreifen oder so ein Unsinn. Die USA haben dann sowjetische Unterstützung von Kuba natürlich als Eingriff in den amerikanischen Großraum wahrgenommen, was ja de facto der Fall war, was die USA durch eine, ich sag mal so, freundlichere Politik gegen Kuba aber hätten verhindern können. Und also, dass die Sowjetunion dann nicht vorhatte, die USA anzugreifen, hat man ja gesehen. Die Sowjetunion war ja gegen Zugeständnisse sogar bereit, ihre Raketen wieder abzuziehen. Also, völliger Unsinn. Sehr viel stärker. Das heißt, ich würde meinen, dass es tatsächlich eine Behauptung ist, die keinen Sinn ergibt, dass wir heute näher an einem weltweiten Krieg sind als damals während der Kuba-Krise. Nun zur Frage der Nationen und wie dann auch Fortschritte gemacht worden sind hin zu den Verteidigungsverpflichtungen. Alle NATO-Länder haben sich auf die 2% verständigt und jetzt sind wir 23 Nationen in diesem Bündnis und das ist sehr viel besser als noch vor ein paar Jahren, auch die Gesamtsituation. Aber man kann nicht einfach an der Grenze stehen und ein Schild in der Hand halten, wo drauf steht, wir zahlen 2% und dann erwarten, dass Russland dem gegenüber irgendeine Form von Respekt zeigt. Das Einzige, was Russland respektiert, ist, wenn wir als Allianz zusammenstehen und wenn unsere Streitkräfte vorbereitet sind und sie am besten vorzubereiten, um auch Konflikte präventiv zu verhindern, besteht darin, dass Europa darauf vorbereitet ist. Wir wissen das aus tausenden von Jahren von Geschichte. Und all die Dinge, die Russland in den vergangenen 20 Jahren gemacht hat, sind geschehen, nachdem wir begonnen haben, uns zurückzuziehen und die Zahl der Kräfte zu reduzieren. Die Bundeswehr, die US-Armee, die britischen, die niederländischen Armeen. Nachdem wir uns reduziert haben, hat Russland damit begonnen, aggressiver zu agieren. Und ist dieses Bündnis... Das ist Unsinn. Also Russland hat auf die immerwährende NATO-Osterweiterung und auf die Provokationen der pro-westlichen Staaten an seiner Grenze reagiert. Also nehmen wir mal, Russland war aggressiver, meint Ben Hodges hier einfach, Russland hat angefangen, rote Linien aufzuzeigen. Das war 2008, als die USA, Georgien und die Ukraine in die NATO aufnehmen wollten, da hat Russland gesagt, nee, die Ukraine ist für uns eine rote Linie. Und in Georgien, da hat die georgische Regierung unter Ermunterung ihrer westlichen Verbündeten dann einfach mal beschlossen, die Teilrepublik Südossetien, wo russische Friedenstruppen stationiert waren, anzugreifen. Diesen Angriff hat Russland dann zurückgeschlagen und davon war die NATO alles andere als begeistert, denn man dachte, also wir können da ja machen, was wir wollen, Russland wird sich da ja wohl nicht einmischen, aber Russland hat dann den Verträgen folgend, Russland hatte sich in den 90er Jahren schon mal in den georgischen Bürgerkrieg eingemischt, ist ein bisschen kompliziertere Geschichte, hat sich dann auf die Seite der zwei Teilrepubliken Südossetien und Abchasien gestellt und hat dann den georgischen Angriff entsprechend zurückgeschlagen. Also das ist der Beginn dieses angeblichen aggressiveren russischen Handelns. Ein georgischer Angriff auf zwei unter russischem Schutz stehende Teilrepubliken. Naja, dann 2014 in der Ukraine, ist glaube ich auch relativ klar, da hat der Westen eine pro-russische Regierung geholfen wegzuputschen. Ich formuliere das jetzt extra so vorsichtig. Da der Putsch selbst natürlich von innerukrainischen Kräften durchgeführt wurde, aber es gab massivste Unterstützung des Westens und diese Kräfte haben dann anschließend angefangen, das Land sehr, sehr schnell auf Westkurs zu bringen, da sehr, sehr schnell eine aggressive nationalistische Agenda zu instruieren. Und darauf hat Russland dann mit der Krim-Annexion reagiert. Und das ist dann diese ja aggressive russische Position, nämlich dass Russland einfach rote Linien aufzeigt und sagt, unsere rote Linie ist erstmal die Ukraine. Wir wehren uns gegen weitere westliche Vorwärtsbewegungen. Also das ist jetzt das, was Ben Hodges hier mit aggressiv meint. Nur, dass wir das auch fragen im Ergebnis dieses Gipfels. Aus Ihrer Einschätzung, denn jetzt tatsächlich Trump sicherer geworden mit dem, was da entschieden wurde, bevor wir uns dann eben auch mit diesen europäischen und deutschen Fragen befassen. Also F-16 für die Ukraine, Wiesbaden mit einem neuen Schild an der Tür, dass nicht mehr die USA zuständig ist für Waffentransporte, sondern die NATO. Diese Tomahawks, Mittelstrecken-, Langstreckenraketen, die stationiert werden sollen in Deutschland. Ist dieses Bündnis aus Ihrer Sicht Trump sicherer geworden?
Nun, der wichtigste Punkt ist vielleicht, dass Deutschland und andere Alliierte mittlerweile die Augen weit geöffnet haben, wenn es um die Bedrohungen geht, die aus Russland kommen. Und jetzt auch verstehen, dass selbst wenn es eine Trump-Regierung gibt, die sich der Allianz nicht so verpflichtet fühlt, oder wenn das in Frage steht, und dass dann eben die Gefahr aus Russland noch einmal sich erhöht. Und auch wenn die Ukraine scheitert, sich die Gefahr aus Russland vergrößert. Das heißt, die europäischen Alliierten erkennen jetzt, dass bestimmte Dinge getan werden müssen, um sicherzustellen, dass Russland uns nicht als verletzlich betrachtet. Die Entscheidung, Tomahawks jetzt hier zu stationieren, das war beispielsweise eine gemeinsame Erklärung zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland. Und damit reagiert man auf eine Lücke, die entstanden ist durch die Verletzung der INF-Verträge durch Russland vor 7 Jahren. Das heißt, es gibt jetzt russische Fähigkeiten, militärische Fähigkeiten in Kaliningrad und es gibt keine abschreckenden Maßnahmen dagegen. Und das ist etwas, was die deutsche Bundesregierung schon vor 7 Jahren hätte angehen sollen. Die Vereinigten Staaten helfen. Ja, in erster Linie hätten die USA nicht den INF-Vertrag aufkündigen dürfen. Also das haben wir den USA zu verdanken. Wir helfen jetzt unseren deutschen Alliierten, unseren deutschen Verbündeten darin, diese Fähigkeiten wieder aufzubauen, bis Deutschland das selbst leisten kann. Bis Deutschland das selbst leisten kann, nicht ganz allein, sondern mit Verbündeten. Frau Wagenknecht, Sie haben... Also ich würde sagen, wir brauchen einen neuen INF-Vertrag, zumindest hier für Europa. Also wenn die USA das nicht wollen, dann müssen wir halt aus der NATO raus und das mit unseren europäischen Verbündeten angehen. Also das ist doch wirklich irre, dass aus europäischer Sicht irre, dass die USA den damals aufgekündigt haben. Aus amerikanischer Sicht, wenn eine Eskalation wäre, gibt das natürlich Sinn. Aber das ist doch die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen sollten. Die USA handeln offensichtlich nicht in unserem Interesse, also sollten wir das Bündnis mit den USA hinterfragen. Diese Waffen als Eskalation und als Angriffsraketen bezeichnet, diese Tomahawks, das war relativ zügig von Ihnen zu lesen. Die NATO selbst spricht von einer Abschreckung und eben von dieser Fähigkeitslücke, die es zu schließen gilt. Warum sprechen Sie von Angriffsraketen? Also angegriffen wird ja jetzt gerade durch jemanden anderen. Ja, aber man kann mit diesen Raketen angreifen. Und ich halte die Vorstellung wirklich für abenteuerlich, dass wir in dieser waffenstarrenden Welt mehr Sicherheit bekommen, wenn wir noch mehr Waffen aufstellen. Und das, was wir gerade gehört haben, finde ich auch eine sehr seltsame Sicht der Dinge. Also zu sagen, die NATO hätte sich in den letzten 20 Jahren immer mehr zurückgezogen und hätte abgerüstet, entspricht ja schlicht nicht der Realität. Also der deutsche Rüstungshaushalt, wenn wir den alleine ansehen, der ist in den letzten 10 Jahren um 250% angestiegen. Und übrigens auch schon vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs ist er deutlich angestiegen. Also damals von 2014 bis 2022 von gut 30 auf über 50 Milliarden. Der Krieg begann 2014. Ne? Jetzt ist er inzwischen bei 90 Milliarden, also eine gewaltige Aufrüstung. Oder auch wenn wir das global sehen, ich meine immer wieder, das sind die NATO, natürlich, das ist nach NATO-Kriterien. 90 ist der deutsche, also nicht der Verteidigungshaushalt. Ja, 90 Milliarden. Wagenknecht hat recht mit der Zahl. Nein, das war also die Verteidigungs-, die Ausgaben für Rüstung nach NATO-Kriterien, das ist der korrekte. Da ist mehr als der Verteidigungshaushalt drin, da sind die Waffenlieferungen drin, da ist das Sondervermögen drin. Also wir geben 90 Milliarden für Waffen aus, so kann man es direkt formulieren. Und das ist ein gewaltiger Aufwuchs, weil wir haben nach NATO-Kriterien eben vor 10 Jahren nur 34 Milliarden ausgegeben. Das war sehr viel weniger. Und auch die NATO insgesamt. Dahin ich wünsche mir, dass wir uns wieder bemühen um Abrüstung, um Abrüstungsverträge. Ja, natürlich wollen wir dahin zurück. 30 Milliarden reicht absolut, um sich ein Militär zu leisten, was für die Landesverteidigung reicht, zumal wir nur von befreundeten Staaten umgeben sind. Also es ist ja nicht so, dass wir, keine Ahnung, in der Position wären wie, Gott, welcher Staat ist von eher feindselig gesonnenen Staaten umzingelt, keine Ahnung, wie China, dass wir von amerikanischen Militärbasen umzingelt wären und deswegen aufrüsten müssten. In so einer Situation sind wir ja nicht. Der INF-Vertrag ist nicht von Russland gekündigt worden, sondern von Donald Trump. Ich wünsche mir, dass man solche Verträge wieder macht, weil das war ja ein sinnvoller Vertrag. Er hat Mittelstreckenwaffen in Europa verboten, weil er aus der Erkenntnis kam, dass diese Mittelstreckenwaffen natürlich eine sehr geringe Vorwarnzeit haben. Also sie starten und sind nach wenigen Minuten dann am Ziel. Das heißt, die Gefahr ist dadurch sehr groß, dass aus einem Missverständnis, aus einem Computerfehler heraus... Aber Sie wissen, dass 2019 die USA da ausgestiegen sind, weil es bisher und bis dahin ständig Brüche dieses INF-Vertrags gab. Das hat die USA so gesagt. Ich finde, man hätte damals verhandeln müssen, auch Kontrollen machen müssen. Es gab ja zum Beispiel auch das Open Sky Abkommen. Es gab ja eine Reihe von Abkommen, die auch mehr Kontrollmöglichkeiten hatten. Zurzeit gehen wir in ein neues Wettrüsten. Und ich finde, auch das noch mal zu sagen, die NATO behauptet ja immer, sie sei so wehrlos. Also wir haben in den NATO-Staaten aktuell gut 10% der Weltbevölkerung, aber die NATO-Länder verantworten fast 60% der globalen Militärausgaben. Das heißt, die NATO ist hochgerüstet bis an die Zähne. Wir müssen nicht mehr aufrüsten, um also gewappnet zu sein, sondern umgekehrt ist es doch. Je mehr wir jetzt
immer in diesen Ukraine-Krieg uns hineinziehen lassen. Je mehr wir zu einer Kriegspartei werden, desto größer ist die Gefahr, dass Russland uns irgendwann so behandelt, wie man eine Kriegspartei behandelt. Das heißt, wir werden dadurch tatsächlich zum Angriffsziel. Aber Sie wenn man sagen das nicht will, muss man endlich auf Verhandlungen setzen und sich aus diesem Krieg auf jeden Fall raushalten. So, hier gibt es Widerworte, und zwar erst von Frau Major und dann von Omid Nuripur. Ich glaube, dass ich ein anderes Verhältnis zu Fakten habe als Sie. Und deswegen möchte ich ein paar Sachen klarstellen. Das eine ist, dass der deutsche Jetzt bin ich gespannt. Verteidigungshaushalt momentan bei 71 Milliarden Euro liegt. Und das ja, aber wenn man alles zusammenzählt nach NATO-Kriterien, sind es 90 Milliarden, wie Wagenknecht gerade gesagt hat. Da wird ein bisschen was in anderen Haushalten versteckt, was dann unter NATO-Kriterien eben auch darunter subsumiert wird. Es ist nicht nur Rüstung, sondern 90, lassen Sie mich ja aussprechen. Anerkannt. Dankeschön. Und das ist nicht nur Rüstung, sondern da ist alles drin, was die Bundeswehr macht. Da ist auch Wartung drin, da ist Ausbildung drin, da ist Unterkunft drin. Das heißt, wenn man sagt... Ach so, die Ausbildung der Soldaten und die Wartung der Waffen, die zählt da auch gut mit rein. Mensch, ich dachte, da ging es immer nur um den Kauf der Waffen. Dieses andere Verhältnis zu Fakten. Mir passt Ihr Framing nicht. Also das wäre ehrlich gewesen. Mir passt das Framing nicht, wenn sie das gesagt hätte. Sagt 71 für Rüstung, ist es faktisch falsch, weil es der gesamte Verteidigungshaushalt für die Bundeswehr ist. Das ist das Erste. Und das Personalkosten sind auch mit drin. Das heißt, Rüstung ist der falsche Ausdruck. Wir sollten von dem Verteidigungshaushalt sprechen. Waffen brauchen Menschen, um bedient zu werden. Also... was wir hier für interessante Fakten erfahren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn man sich mal anguckt, worum es geht in dem Abkommen, was die USA und Deutschland heute geschlossen haben. Ja, da sind da drei Typen von Waffen drin. Das sind die Marschflugkörper Tomahawk und das sind Flugabwehrraketen und das sind Hyperschallwaffen, die noch nicht fertig entwickelt sind. Die Flugabwehrraketen sind zum Beispiel da, sowas wie Drohnen oder Raketen abzufangen, damit genau sowas wie in dem Kinderkrankenhaus in Kiew nicht bei uns passiert. Das heißt, das sind Schutz. Es ist ja, wie gesagt, immer noch ungeklärt, wer das überhaupt war. Oder gibt es da neuere Informationen? Wenn es da neuere Informationen gibt, dann schreibt mir das gerne in den YouTube-Kommentaren oder im Chat, zumal ich das Video ja auf YouTube später hochladen will. Aber man weiß ja bisher noch nicht, wer das war. Meines Wissens nach. Es sind noch keine eindeutigen Belege. Und das ist ja bei vielen Kriegsverbrechen so, dass es da halt zumindest bis zum Ende des Krieges ungeklärt bleibt und sich Historiker das dann später genauer ansehen. Also wenn es da neue Fakten gibt, dann schickt sie mir gerne. Aber laut den Informationen, die ich habe, die sind jetzt einen Tag oder so alt, gibt neue Infos, war eine russische, ja, dann verlinkst mal bitte. Schreibt mir gerade einer im Chat. Also es gibt Fotos der Rakete, aber Russland hat halt behauptet, ist eine ukrainische Luftabwehrrakete. Die Ukraine hat behauptet, ist eine russische Rakete. Diese zwei Optionen. Waffen. Und das ist genau das, was der General gesagt hat. Es gibt eine Fähigkeitslücke. Und warum machen wir das? Weil Russland nicht nur den INF-Vertrag gebrochen hat, worüber sich übrigens alle NATO-Staaten geeinigt haben, nicht nur die USA, sondern weil Russland auch 2022 Kampfflugzeuge mit Kinschal-Raketen in Kaliningrad stationiert hat, weil dort nuklearfähige Iskander-Raketen stationiert sind und weil Russland 2023 angekündigt hat, taktische Atomwaffen in Belarus zu stationieren. Und darauf, auf diese Bedrohung, muss die NATO reagieren. Und ja, hätte sich alles durch den INF-Vertrag verhindern lassen. So, den haben die USA aufgekündigt, nicht Russland. Erwarte ich, ehrlich gesagt, als Bürgerin, dass sie mich schützen. So, das ist doch jetzt ja auch übelste Manipulation. Die USA kündigen einen Vertrag auf. Russland sagt, okay, dann können wir ja jetzt ja offensichtlich Nuklearwaffen stationieren. Gibt ja keinen Vertrag mehr, der das verbietet. Und jetzt... Claudia Major, Russland bedroht uns. Ja, vielleicht hätte man den Abrüstungsvertrag nicht aufkündigen dürfen. Momentan ist da eine riesengroße Schutzlücke. Und ich erwarte von einer Verteidigungspolitik, die verantwortlich ist, dass sie diese Lücke schützt. Wenn wir diesen Schutz nicht haben, passiert genau das, was wir gerade in der Ukraine sehen. Dass nämlich systematisch zivile Ziele zerstört werden. Und ich möchte gerne, dass das für das NATO-Territorium, nicht nur für uns, sondern für alle Alliierten vermieden wird. Dass Russland das ärgert, kann ich verstehen. Noch ein Satz. Weil nämlich aus russischer Perspektive, wenn diese Systeme 2026 möglicherweise aufgestellt werden, Russland nicht mehr so gut drohen kann und aus russischer Perspektive ein Angriffskrieg viel schwieriger wird. Mhm. Aber der Schutz für uns wächst. Die NATO gibt aktuell 12-mal so viel für Rüstung aus wie Russland. Zu sagen, wir seien nicht ausgerüstet, das ist einfach abenteuerlich. Und das ist, was ich auch noch sagen möchte. Ich möchte einen Punkt schon noch richtig stellen, weil Sie immer sagen, die Abwehrraketen, die können schützen. Viele zivile Opfer in der Ukraine, das wird ja auch so gemeldet, entstehen auch dadurch, dass Raketen abgefangen werden und die Trümmerteile dann in zivile Gebiete fallen. Also in Kiew zum Beispiel ein Zentrum für Frauengesundheit jetzt an dem gleichen Tag, an dem auch das Kinderkrankenhaus getroffen wurde.
wurde, wurden in einem Zentrum für Frauengesundheit mehrere Todesopfer gemeldet. Die sind durch herunterfallende Raketenteile. Aber glauben Sie, wenn man das eine Rakete auch bei dem Kinderkrankenhaus waren die ersten Meldungen übrigens, dass das auch herunterfallende Raketenteile waren. Ich weiß, das ist falsch widerlegt worden. Okay. Nein, jetzt mal hier deutlich ist das doch nicht widerlegt worden, machen? Aber ich will darüber gar nicht streiten. Kreml und Sie verneinen das. Es ist bestätigt von allen Seiten. Na, es war eine Rakete. Aber die russische Version ist, es war eine ukrainische Rakete. Die ukrainische Version ist, es war eine russische Rakete. Ich weiß nicht, wer richtig liegt. Ich habe hier gerade nochmal nachgeguckt. Die Artikel, die ich in den Medien finde, die sind auch 1 bis 2 Tage alt. Also haben die auch keine neuen Informationen, die über den Stand hinausgehen, den ich hier gerade sowieso habe. Also wenn es da neue Informationen geben sollte, wirklich unabhängig bestätigte Informationen, jetzt nicht die Behauptungen einer Kriegspartei. Kriegsparteien können ja viel behaupten. Die Russen können behaupten, wir haben da keine Rakete drauf abgeschossen und die Ukrainer können behaupten, wir haben russische Trümmerteile gefunden, hilft nichts. Die Kriegsparteien haben offensichtlich ein Interesse daran, den jeweils anderen als Schuldigen dastehen zu lassen. Deswegen muss man sich, deswegen muss man schauen, ob es da sich wirklich unabhängig bestätigende Informationen gibt. Und mir sind noch keine bekannt. Wenn es die gibt, verlinkt sie mir gerne im Chat. Es ist nicht bestätigt. Doch, es ist bestätigt. Sie haben nur bestätigt, okay, dass Sie dort Raketenteile gefunden haben. Nein. Das ist aber, wenn Sie natürlich eine Rakete abschießen, finden Sie die Raketenteile. Mir ist das auch, also ich will darüber überhaupt nicht, ich kenne die Situation nicht. Mhm. Und ich weiß, dass im Krieg von allen Seiten gelogen wird. Insoweit kann es das sein, dass die Russen lügen, es kann sein, dass die Ukrainer lügen. Ich finde nicht sehr plausibel, zur Eröffnung des NATO-Gipfels ausgerechnet ein Kinderkrankenhaus anzugreifen. Aber ich will darüber überhaupt nicht streiten, weil das ist nicht mein Thema. Wer will, dass dort dieser furchtbare Krieg endet und diese furchtbare... Also, Russland hat an diesem Tag sehr viele Angriffe auf militärische Ziele geschlagen und diese Ziele ziemlich exakt getroffen. Und dann soll es neben diesen ganzen militärischen Zielen noch ein Kinderkrankenhaus angegriffen haben. Also würde mich jetzt auch das Motiv interessieren, wieso man das auch angreift. Aber bitte, dann zeigt uns doch einfach unabhängig bestätigte Beweise. Und dann ist fertig. Dann erkennen wir an, dass Russland es war. Wenn ihr uns die nicht zeigen könnt, sondern das einfach behauptet, auf Basis der ukrainischen Kriegspropaganda, ist das kein Argument. Das ist doch der ganze Punkt. Also wir wollen einfach nur Beweise. Also das Problem ist, dass sich hier alle Beteiligten sicher sind, vor solchen Beweisen vorliegen. Also dass der Schuldige quasi schon feststeht, bevor man sich das erstmal neutral anschaut. Dieses furchtbare Leid endet und keine Kinder mehr sterben, der muss alles dafür tun, dass es Verhandlungen gibt, weil militärisch wird dieser Krieg nicht beendet werden. Er wird da ewig weitergehen. Und der NATO-Gipfel war das Signal, dass er weitergehen soll. Jetzt. Die Schweiz hat eine große Konferenz gemacht, zigmal den Kreml nachgefragt, ob sie kommen wollen. Das stimmt überhaupt nicht. Doch, das stimmt. Und die sind nicht gekommen. China ist deswegen nicht gekommen, weil Russland nicht eingeladen war. Russland hat zigmal die Nachfrage der Schweiz bekommen und die Schweiz steht nicht im Verdacht, dass sie irgendein NATO-Knechtland wäre. Und dementsprechend sind die... Doch. Die Schweiz beteiligt sich am Wirtschaftskrieg gegen Russland. Also die Schweiz, die ist gerade dabei, ihre Neutralität aufzugeben. Die Russen nicht gekommen. Der Krieg hat 2014 angefangen und nicht vor 2 Jahren. Und seitdem gab es 200 Verhandlungsrunden. Daraus sind 20 Waffenstillstände herauf hervorgekommen. Russland hat alle am Ende gebrochen. Jeden einzelnen. Die Geschichte des Kremls ist die ganze Zeit ungefähr so, wie Sie erzählen. Naja, man kann das so sehen oder so sehen. Wer weiß, wie es ist. Die Krim, man kann sagen, die Krim gehört der Ukraine. Man kann aber auch sagen, die gehört uns. Das ist einfach nicht wahr. Es gibt ein Völkerrecht. Es gibt einfach Fakten, die auf dem Tisch liegen. Es gibt Leute, die einfach lesen können, wie die Raketen. Ja, es gibt beispielsweise das Verbot, sich in die Souveränität anderer Staaten einzumischen. Was hat die NATO durch die Unterstützung des Putsches 2014 in Kiew denn gemacht? War das etwa eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Ukraine? Fliegen. Womit Sie völlig recht haben, ist, wir müssen alles dafür tun, damit der Friede kommt. Aber man sieht an den besetzten Gebieten, dass da kein Friede ist. Die UN und nicht die NATO, die Vereinten Nationen sagen, Verschleppungen von Kindern, Vergewaltigungen, Gefolter. Ich weiß, Sie sagen, Sie wissen nicht... Das sind Verbrechen, die in einem Krieg geschehen. Nein, die geschehen nicht. Nein, die geschehen nicht einfach irgendwo. Das sind die Gebiete, die Russen längst unter Kontrolle haben. Und Sie sagen, Sie wissen nicht, wie es ist. Fahren Sie doch mal dahin. Sie sind, glaube ich, nicht einmal dahin gefahren. Dann fahren Sie doch mal in die Ukraine, fahren Sie nach Irpin, fahren Sie nach Butscha. Also, der ukrainische Botschafter hat Wagenknecht und Lafontaine damit bedroht, dass sie zur Rechenschaft gezogen würden, und zwar schon sehr bald. Und der ukrainische Geheimdienst hat Todeslisten mit Leuten, die doch bitte zu liquidieren seien. Da stand beispielsweise Alexander Dugin drauf, auf den ein Anschlag verübt wurde. Da stand Fico drauf. Da stehen, glaube ich, auch Leute wie Ulrike Gero drauf. Also... ich verstehe schon, warum Sarah Wagenknecht sich nicht in die Ukraine traut. Eben weil die Gefahr besteht. Das ist eine sehr große Gefahr, dass sie dann eben nicht lebend zurückkehrt.
wo 400 Leichen gefolterter Kinder und Frauen gefunden worden sind. Und reden Sie mal mit den Leuten. Ja, schauen Sie denen ins Gesicht. Und wenn Sie ihnen dann sagen, das ist aber so, sagen Sie doch den Hinterbliebenen der Toten von Butscha und Irpin, na, vielleicht seid ihr gefoltert worden, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Es ist einfach ein Aggressor da. Ich habe nie geleugnet, dass es solche Kriegsverbrechen gibt. Ich halte es trotzdem für aberwitzig, sich damit zu begründen, dass man nicht kompromissbereit ist und dass man keine Verhandlungen hat. Ich habe Sie nicht unterbrochen, das ist mir nicht leicht gefallen. Aber es ist einfach nicht so, dass die sagen, ja, Kriegsverbrechen gibt es halt. Wo werden denn eigentlich russische Kinder verschleppt? Welche russischen Kinder werden von den Ukrainern verschleppt und irgendwo hingebracht? Verschleppt nicht, aber die Ukraine hat in Belgorod den Weihnachtsmarkt angegriffen, Dutzende Tote. Die Ukraine hat mit Streumunition auf der Krim auf russische Zivilisten gezielt. Also Streumunition, das ist eine Munition, die ist nicht dafür da, militärische Ziele anzugreifen, sondern die ist dafür da, um Weichziele zu treffen. Um eben Leute, die da einfach rumlaufen. Also die Ukraine greift andauernd die Zivilbevölkerung an. In Donetsk werden andauernd Wundenzirkel bombardiert, beziehungsweise wurden. Also da sind die Möglichkeiten der Ukraine, das zu tun, ja jetzt durch den russischen Vormarsch westlich von Donetsk schon deutlich eingeschränkt worden. Aber seit 2014 gab es da immer wieder Beschuss. Die Ukraine hat in Donetsk mehrfach Blattminen abgeworfen. Also Blattminen, das sind solche Minen in Form eines Blattes, okay, der Name ist selbsterklärend. Und Kinder, die dann auf der Straße spielen oder ältere Leute, die da lang gehen, die laufen da rein und die verlieren dann Fuß. Also das ist eine Waffe, die sich wirklich ganz klar gegen die Zivilbevölkerung richtet, die einfach in irgendwelchen Wohngebieten abgeworfen wird. Also das macht die Ukraine andauernd. Das ist nichts Neues. Schon 2022 hat Amnesty auch darüber berichtet, dass die Ukraine Schulen, Krankenhäuser, andere zivile Ziele als zivile Schutzschilde missbraucht. Also auch das ist völkerrechtswidrig. Man darf nicht einfach so eine Schule zu einem Waffenlager umfunktionieren oder ein Krankenhaus oder da seine Soldaten stationieren, um ja diese Soldaten dadurch zu schützen. Das ist völkerrechtswidrig, weil man diese Ziele damit ins Schussfeld holt. Ist natürlich trotzdem völkerrechtswidrig, die Ziele dann anzugreifen, aber das ist ja alles schon belegt. Also es ist ja nicht so, als ob die Ukraine sich ans humanitäre Völkerrecht halten würde. Russische Kinder von der Ukraine getötet, zum Beispiel in Belgorod, wo Streumunition eingesetzt wird. Darf ich noch mal einen Gedanken, den ich die ganze Zeit sagen will, ohne dass wir immer gleichzeitig reden. Ich glaube, dass das nicht so richtig verständlich zu Ende bringt. Wir müssen alles dafür tun, damit es Frieden gibt. Und am Ende muss man am Verhandlungstisch sitzen. Aber die Russen sind es, die bisher verweigern und uns sabotieren, wo es immer. Das ist eine Lüge. Russland bietet die ganze Zeit durchgängig Verhandlungen an. Wer sich weigert, ist der Westen. Geht, weil sie sagen, dass sie das ganze Land wollen. Medvedev, der engste Vertraute von Putin, hat gestern gesagt... Das ist ungefähr so, als würde man hier in Deutschland, keine Ahnung, sucht euch den verwirrtesten, radikalsten Kriegstreiber, den ihr hier an irgendeiner radikalen Ecke der deutschen Medienlandschaft findet und gebt das dann als die Haltung der deutschen Bundesregierung aus. Keine Ahnung, das ist so, als ob man behaupten würde, Ulrich Giesewetter würde für die deutsche Außenpolitik sprechen, wenn er irgendwas sagt. Also man sucht sich wirklich, also Medvedev ist da wirklich einer der übelsten Kriegstreiber aus Russland, definitiv. Aber der spricht eben nicht für Russland. Ich sage das als Privatperson. Er sagt, die Ukraine muss ausgelöscht werden. Das ist die Politik, das ist das erklärte Ziel. Medvedev redet dauernd abenteuerliches Zeug. Putin selber hat ja seine Maximalforderungen öffentlich dargelegt. Die sind so nicht akzeptabel, aber es heißt nicht die gesamte Ukraine. Warum nicht? Also das verstehe ich jetzt nicht. Wieso sind die nicht akzeptabel? Also die würden doch auf einen vernünftigen, also würden doch, also der neue Grenzverlauf wäre dann nahe der jetzigen Frontlinie. Okay, er wäre etwas mehr zugunsten Russlands, aber selbst wenn man das akzeptieren würde, warum wäre das aus deutscher Sicht nicht akzeptabel? Man kann jetzt sagen aus ukrainischer Sicht, aber aus deutscher Sicht? Also ist uns so relativ egal sein, wo die ukrainische Ostgrenze bzw. die russische Westgrenze verläuft. Das ist doch dann nicht unser Problem. Also warum ist das aus unserer Sicht nicht akzeptabel? Der Krieg wäre zu Ende, die Ukraine wäre ein neutraler Pufferstaat. Und wir könnten wieder vernünftig Handel mit Russland treiben. Also aus unserer Sicht wäre das doch alles akzeptabel. Also verstehe jetzt nicht, warum das nicht so sein sollte. Seine Maximalforderungen waren, dass die annektierten Gebiete zu Russland gehören und dass die NATO-Mitgliedschaft auch in Russland dazu gehört. Das hat er gesagt. Und die hatte gar nicht unter Kontrolle. Da hat gesagt, vier Provinzen und zwei von diesen Provinzen sind gar nicht unter Russland. Ich habe nicht gesagt, dass wir die russische Maximalforderung akzeptieren sollen. Ich habe nur gesagt, die Maximalforderung ist nicht, die gesamte Ukraine zu annektieren. Die Maximalforderung war die annektierten Gebiete. Und es war jetzt in der Presse, in der britischen Presse, auch teilweise in der deutschen, dass es wohl einen geheimdienstlich vermittelten Friedensplan nochmal gab, der sogar darauf hinauslief, dass man sich aus bestimmten Gebieten zurückziehen könnte, wenn
im Gegenzug die Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichtet. Das wurde sofort, nachdem es öffentlich wurde, dann von Herrn Massala und anderen kommentiert, ja, seht doch, die sind ja nur schwach und deswegen machen sie solche Vorschläge. Also es wird ja versucht. Und wie gesagt, natürlich ist das kein einfacher Weg. Natürlich ist gutes Argument. Gutes Argument. Also das Ding ist ja, man kriegt ja in westlichen Hauptstädten schon mit, was Russland da so sagt. Und dann gibt es auch Leute wie ein Carlo Massala, der sicherlich einige komische Positionen hat, einige sehr radikale Positionen, der aber dann doch noch bereit ist, die Realität zur Kenntnis zu nehmen. Und sehr gut, dass sie den jetzt hier anführt. Es ist nicht so, dass man nur sagen muss, hallo Putin, wir machen Frieden und dann gibt's Frieden. Aber es gibt doch überhaupt keine Bemühungen. Das, was der Orban gemacht hat, war ja endlich mal ein Versuch, überhaupt mit allen Seiten zu reden, auch China ins Boot zu holen. Aber China ist zum Beispiel ein Land, das einen massiven Einfluss auf Russland hat. Mit der Ukraine nicht geredet. Der war doch in Kiew, selbstverständlich. Ja, aber die Ukraine, aber der ist nicht hingegangen und hat gesagt, wollen wir jetzt mal drüber reden, wenn man zum Krieg kommt. Und jetzt übernehme ich jetzt einfach mal eine Vermittlerrolle und gehe von hier nach da. Da hat Bilder produziert da. Die Logik, die Sie hier beschreiben, ist, es gibt Großmächte und dann gibt es kleine dazwischen und die Großmächte entscheiden, was mit denen dazwischen passiert. Das ist genau die. Ja, es ist genau so funktioniert Politik. Eine Großmacht tut, was eine Großmacht tun kann. Punkt. Wer was anderes behauptet, der verbreitet Propaganda. Dieser Imperialismus, den Sie den Amerikanern vorwerfen. Und genau so kommt. Nein, das ist die Realität. Nicht zum Frieden. Wir müssen zum Frieden kommen, aber es funktioniert nicht, wenn wir sagen, naja, dann geben wir halt einfach mal tonnenweise, millionenfach Leute leben dort ab, mehrere tausend Kilometer ukrainisches Land weg, was die Ukrainer nicht geben wollen. So nein, ich nicht. Sage, wir sollten versuchen, dort Abstimmungen zu initiieren, wo die Leute selber entscheiden. Aber es gibt eine Umfrage in der Ukraine, da sagen sehr deutlich 72%, dass sie sich wünschen, nicht nur auf die militärischen Karte zu setzen, sondern auch auf Verhandlungen. Das ist ein anderer Weg. Sagen, ja, genau. Und diesen anderen Weg, den schlägt der Westen, den schlägt die ukrainische Regierung aktuell nicht ein. Also wir sehen doch auch aktuell, dass Russland an allen Fronten, oder nein, nicht an allen Fronten, vor allem an der Front in Donetsk, dass Russland da schon deutliche Fortschritte gelingen, unter anderem, weil die ukrainischen Soldaten nicht mehr kämpfen wollen, weil sie sich aus ihren Positionen zurückziehen. Also das sind ja schon deutliche Anzeichen. Also die Ukraine, die muss mittlerweile schon seit etwas längerer Zeit Leute von der Straße fischen, sie per Gewalt zwangsrekrutieren und ja, diese Leute, die haben dann entsprechend auch keine Kampfmotivation. Also die ukrainischen Soldaten wollen nicht mehr kämpfen. Ich möchte noch mal einen Schritt zurück machen mit Ihrer freundlichen Genehmigung und möchte nach diesen Tomahawks noch mal fragen. Die sind jetzt plötzlich im politischen Raum, wie man so schön sagt, Klaus Kleber, und wir kriegen sie präsentiert als eine Lücke, als eine Fähigkeitslücke, und die werden jetzt geschlossen von amerikanischen Waffen, weil wir hier in Europa diese Reform der Verteidigung nicht liefern können. Fanden Sie, dass es eine gute Art und Weise war, davon schlicht zu erfahren? Also was sollen Menschen in diesem Land denken? Ich bin alt genug, mich zu erinnern an die ganze Logik der Raketenlücke der Nachrüstung. Also damals war es der Kanzler Schmidt. Hofgarten, schön und dann demonstriert, war Klaus Deutsche. Kleber dabei? Ich war nicht bei den Demonstranten dabei. Ich war noch nicht mal in Deutschland, aber im Hofgarten. Ich wäre auch nicht hingegangen, weil ich damals ein Befürworter des NATO-Doppelschlusses war und dann in meiner Altersklasse, Sie schauen ganz erschrocken, jetzt habe ich Sympathien, die ich vielleicht nicht hatte, auch noch verspielt. Ich hielt die NATO-Nachrüstung. Wer hätte das nur ahnen können bei jemandem, der heute in der Atlantikbrücke hockt? Rüstung für eine sinnvolle Sache und fühlte mich dann, als der INF-Vertrag geschlossen wurde, als die Conventional Forces in Europe, die inzwischen ja auch nicht mehr gilt, geschlossen wurde, als diese ganzen Abrüstungs- und Waffenkontrollverträge geschlossen wurden, sah ich mich gemeinsam mit Helmut Schmidt in meiner Einschätzung bestätigt. Und jetzt sind diese Verträge nach und nach gebrochen worden. Völlig richtig zu sagen, ja, Trump hat den INF-Vertrag gekündigt. Mhm. Kaputt gemacht haben ihn vorher die Russen in Kaliningrad. Und das, da kann man, glaube ich, wirklich, Frau Wagenknecht, nicht drüber streiten. Das ist einfach so. Das ist nachweisbar. Und nicht mal die Russen haben das ja bestritten. Sie haben es anders begründet, als wir das sehen. Aber sie haben die Tatsache bestritten. Und gehen so, mehr denn noch und jetzt, können, dass jetzt wird das langsam wieder aufgebaut. Wir müssen, die Geschichte wiederholt sich nicht. Aber manchmal müssen wir, wenn man nicht aus ihr lernt, die Lektion wiederholen. Und im Moment sind wir dabei, diese Vor-NATO-Doppelbeschluss-Situation und dieselben Diskussionen wieder in Deutschland wieder neu zu erleben, mit den politischen Lagern genau, wo sie damals waren. Aber es ist ja von gestern. Es ist das ja sehr frisch. Es wird ausgerechnet in Washington verkündigt. Und nun sagt Boris Pistorius gerade im Heute-Journal, dass der Bundeskanzler das auf der MSC, Münchner Sicherheitskonferenz 2023, angekündigt hat. Ich finde das gar nicht so aufregend. Weil er von Abstandswaffen damals gesprochen habe, die wichtig wären. Das
das ist das, was Frau Wagenknecht, glaube ich, übersieht in ihrer Argumentation. Es geht nicht darum, wie viel tausend Milliarden oder wie viel Menschen oder wie viel Tonnen Wurfgewicht ich in der einzelnen Atomrakete haben. Es geht um eine sehr komplizierte Konstruktion mit der atomaren Abschreckung. Und wenn da von den kleinen Steinen irgendwo was rausgenommen wird einseitig, wackelt das gesamte Gebäude. Deshalb ist es diese vertrackte, verdammte Abschreckungslogik, die niemand mögen kann. Die aber die einzige ist, die funktioniert, die jetzt wieder hergestellt wird. Und ich wünsche auch, dass wir da schneller wieder rauskommen, als wir es seinerzeit rausgekommen sind. Ja, Ben Hodges kann und wird uns erklären, warum das eigentlich von Moskau als eine so große Bedrohung empfunden wurde, dass sie sofort Reaktionen angekündigt haben auf diese zusätzliche neue Eskalation. Welche Form von Reaktionen könnten das sein? Ja, weil Moskau hat ja auch von Eskalation gesprochen, als wir die Helme geliefert haben. Das ist immer Eskalation. So, na, Russland hat eigentlich sehr wenige rote Linien gezogen vorher und jetzt hat Russland gesagt, ja, wenn wir mit NATO-Waffen angegriffen werden, dann erachten wir Angriffsziele des Landes, das diese Waffen geliefert hat, also wenn unser eigenes Territorium angegriffen wird, dann erachten wir Ziele dieses NATO-Landes als legitime Ziele. Wir behalten uns aber selbst vor, wie wir das dann, was für Handlungen wir dann direkt daraus folgen lassen. Also eine Handlung, die darauf folgen könnte, die jetzt eine direkte Eskalation zur Folge hätte, wären Waffenlieferungen an antiwestliche Akteure, die mit dem Westen irgendwo im Krieg stehen, sei es an die Houthi-Milizen im Jemen oder an die Hisbollah im Libanon. Also das sind ja alles Dinge, die Russland machen könnte. Irgendwelche Milizen im globalen Süden mit Waffen vollpumpen, so wie es der Westen auch schon seit Jahrzehnten tut, um dem Westen dort Probleme zu bereiten. Also das sind ja Dinge, die Russland machen könnte. Also es wäre jetzt eine Eskalation auf Stellvertreterkriegsebene, aber es wäre ja schon eine deutliche Eskalation. Und die direkte Eskalation wäre halt der Angriff westlicher Ziele, also beispielsweise westlicher Botschaften in der Ukraine oder irgendwelcher amerikanischen oder britischen Schiffe, die im Schwarzen Meer rumkreuzen oder irgendwelcher westlichen Drohnen, die da rumfliegen. Also Möglichkeiten wären da theoretisch viele. Es gab auch zuletzt Berichte über russische Guerillas in Rumänien. Also die dort Sabotageakte ausführen. Russland wird behaupten, dass alles, was der Westen tut, in irgendeiner Form eine Provokation darstellt. Denn sie sehen, dass es zu viele Menschen in Berlin, in Washington und in anderen Orten gibt mit den richtigen Intentionen, die aber vielleicht zu ängstlich sind, um wirklich etwas zu unternehmen. Das heißt, im Augenblick schrecken wir uns selbst davor ab, entschieden zu handeln. Russland hat gesagt, dass wenn die USA Panzer zur Verfügung stellen oder Patriot-Raketensysteme oder andere Langstreckensysteme, dass das eine Provokation wäre. Und stattdessen haben wir dann 2,5 Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Und Russland hat in der Reaktion nichts getan. Denn das ist ihr Ansatz, nämlich zu drohen mit Vergeltung, wo sie doch tatsächlich nur Stärke respektieren. Und während des Kalten Krieges war es für über 40 Jahre lang so, dass wir Millionen an alliierten Truppen, aber auch Truppen des Warschauer Paktes und der Sowjetunion einander gegenüberstehen haben. Tausende von Nuklearwaffen und wir hatten nie einen Konflikt. Die Vorstellung, diese Fertigkeiten nun wieder herzustellen, Waffen wieder bereitzustellen, dass das provokativ sein könnte oder zu einer Eskalation führen würde, das ist letztlich eine Form, die Geschichte zu ignorieren. Und Klaus und ich sind hier vielleicht die Ältesten in der Runde und erinnern uns noch mit am besten daran, warum wir während des Kalten Krieges so lange Frieden und Sicherheit hatten. Das war, weil wir vorbereitet waren. Jetzt wird gesagt, Ben, dass 2026... Weil wir vorbereitet waren. Also der Westen hat den Kalten Krieg begonnen. Die Sowjetunion wollte nie einen Kalten Krieg. Also die Sowjetunion war eigentlich immer daran interessiert, unter anderem neutrale Pufferstaaten hier in Europa zu schaffen, damit es eben keine direkte Konfrontation gibt. Die Sowjetunion wollte vom Westen eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. Das war durchgängig das Ziel sowjetischer Außenpolitik. Eben die US-Amerikaner Tomahawks installieren hier in Deutschland. Das ist vergleichbar von der Qualität wahrscheinlich mit der deutschen Taurus, wenigstens sagen das Experten so. Und dann soll das aber rotieren und es soll eben eine europäische, sprich eine deutsche, polnische und französische Zusammenarbeit geben, um diese Waffen dann grundsätzlich zu stationieren in diesem Land, um aus einer temporären Situation, die USA helfen uns da, dann eine dauerhafte zu machen. Jetzt habe ich endlich den Satz zu Ende gebracht. Wird das so funktionieren? Und ist das ein guter Gedanke auch in Ihren Augen? Und warum machen wir das dann erst 2026, wenn die Bedrohung eigentlich jetzt schon da ist? Well, of course,
Nun, diese Art von militärischen Fertigkeiten ist nichts, was man einfach aus dem Regal ziehen kann. Das ist eine Fähigkeit, die entwickelt werden muss. Und ich glaube, dass es letztlich eine positive Sache ist, dass Deutschland gemeinsam mit Polen, Frankreich und anderen Ländern jetzt anerkennen, dass sie zusammenarbeiten wollen und müssen. Und das ist genau, wie Europa seine Rolle spielen muss, um sich zu schützen. Ich mache mir natürlich auch Sorgen über eine mögliche Trump-Regierung. Das heißt, Europa muss dann die Amerikaner davon überzeugen, dass es in unserem Interesse liegt, dass Europa sicher, stark und stabil ist. Und ein Teil dieser Argumentation würde darin bestehen, zu zeigen, dass man auch bereit ist, die nötigen Schritte zu unternehmen, um sich selbst verteidigen zu können. Das ist die beste Art, einen Konflikt vorzubeugen und auch um sicherzugehen, dass die Vereinigten Staaten Europa nicht den Rücken zukehren. Das wäre eine fürchterliche Entscheidung. Und ich glaube, das ist auch, weshalb eine deutsche Führungsrolle im Augenblick wichtiger ist als je zuvor. Niemand anders als Deutschland könnte diese Länder so zusammenbringen, dass diese Fähigkeiten noch entwickelt werden. So, und damit sind wir bei genau der Frage, die es zu besprechen gilt, Omid Nuripur. Der Kanzler kündigt heute an, dass, Entschuldigung, ist von gestern, dass dieses mehr Verantwortung, mehr Führung von Deutschland jetzt kommt. Und er formuliert es so. Deutschland ist das größte Land in Europa innerhalb des NATO-Bündnisses. Daraus erwächst uns eine ganz besondere Verantwortung. Und das kann ich hier ganz klar und deutlich sagen. Ich werde dieser Verantwortung gerecht werden. Deutschland muss den Anspruch einer Führungsmacht haben. Wir haben Lars Klingbeil und die Führungsmacht dann nochmal ergänzt. Das sagt Nochmal kurzer Einschub. Ich habe gerade einen Chatnamen eines anderen Streamers geschrieben. Schaut mal nach, ob dieser Streamer vernünftig ist. Den habe ich vor kurzem entdeckt. Sprich, ob man den raiden kann. Oder ob man da, schaut einfach mal vorbei. Ist der vernünftig? Ich kannte den bisher nicht. Der schien, okay. Er vor zwei Jahren, 2022. Nun also so formuliert auch von Olaf Scholz. Tut Olaf Scholz, was er sagt? Hatten Sie das Gefühl, dass Olaf Scholz genug geführt hat in den letzten zwei Jahren? Ben Hodges hat ja gerade die Führungsrolle, finde ich, wunderbar zusammengefasst. Es geht nicht darum, dass Deutschland jetzt sich hinstellt und sagt, wir sagen euch jetzt mal, wie es geht. So funktioniert Europa nicht. Und die anderen Länder wollen auch nicht, dass Deutschland eine solche Art von Führungsmacht ist, sondern das Zusammenbringen der Leute, die Interessen ausgleichen und anstoßen, das ist das Gebot. Und Frau Wagenknecht hat, glaube ich, in ihrem dritten Satz gleich am Anfang der Sendung völlig zu Recht gesagt, Deutschland muss auch alleine stehen können. Wir Europäer müssen auch unabhängig davon, wer im Weißen Haus sitzt, auch das selbst können. Und das gilt es jetzt und zu tun. Und da hat Deutschland eine sehr große Rolle. Und das werden wir tun müssen. Wir haben da schon einiges auf den Weg gebracht. Zusammen mit den Franzosen, zusammen mit den Polen, auch mit den Niederländern und anderen. Aber es ist offensichtlich, dass wir nicht da sind, dass wir die Amerikaner beispielsweise oder dass wir ohne die amerikanischen Unterstützungen wehrfähig sind. So wir sollten eine Illusion nicht schüren, nämlich, dass wenn die Amerikaner morgen früh gehen, und ich glaube nicht, dass sie gehen, ich teile das, dass wir die irgendwie ersetzen könnten. Das können wir nicht. Mhm. Aber da, wo es geht, die europäischen Fähigkeiten zusammenbringen, spart Geld, bringt mehr Sicherheit und macht uns auch unabhängig. Und hatten Sie, Frau Major, gleiche Frage an Sie, das Gefühl, dass Olaf Scholz genug geführt hat in der letzten Zeit? Ich würde es mit der Definition von Führung halten, das heißt Kompromisse schmieden, Ideen haben, die Ideen umzusetzen und zu gucken, ob es wirklich klappt. Und da hätte ich mir zumindest im sicherheitspolitischen Bereich etwas mehr gefühlt. Ich finde, dass das Beispiel jetzt, dass die Europäer gemeinsam diese Deep-Precision-Strike-Fähigkeiten entwickeln wollen, weil wir sie noch nicht haben, genau, dass das ein sehr gutes Beispiel von Führung ist. Weil es eben zusammenbringen heißt, weil es Ideen heißt und weil es hoffentlich auch Umsetzung heißt. Aber neben den politischen Ideen und Konsens schaffen, heißt es eben auch, das langfristig zu finanzieren. Mhm. Man kann kann man Führungsmacht sein mit ohne Geld? Niemand wird sagen, dass wir ohne Geld Verteidigungspolitik machen. Da stimme ich Frau Wagenknecht zu. Es geht eine Menge Geld da hinein. Aber ich frage mich echt, und frage jetzt, weil er die Verhandlungen kennt, wie ernst oder unernst das gemeint war, dass man wo alle sich einig sind, dass Deutschland mehr tun muss, dann in dem jetzt. Okay, ich überspringe diesen Teil mit Deutschland soll mehr machen, damit wir Donald Trump gnädig, obwohl Wagenknecht kommt gleich wieder. Ich glaube, springen wir mal zu Ihrem Teil vor, aber. Das ist doch wirklich eine lächerliche Debatte. Wir wollen ein noch treuerer Vasall sein, damit die USA auch unseren Putz nicht vernachlässigen. Also, vor wem sollen uns die USA schützen? Vor Russland, mit dem uns die USA gerade erst in Konflikt gebracht haben durch die ständigen NATO-Osterweiterungen? Oder vor wem? Also Russland hat ja primär ein Problem mit der NATO, nicht mit der EU. Das hat man ja auch immer wieder gesehen. Also dass Russland da überhaupt so fein differenziert. Also auch die EU ist ja eigentlich de facto ein Instrument amerikanischer Außenpolitik. Sie macht sich bereitwillig dazu. Aber Russland scheint mit der EU gar kein so großes Problem zu haben, sondern eher mit der NATO, weil Russland eben keine raumfremde Macht hier in Europa haben will.
Wiedervereinigung von Gorbatschow und die Situation, die wir heute haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele, die aus Russland das beobachten, das immer von politischen Führern ab, Frau Wagenknecht. Ja, die Frage ist ja nur, in welche Richtung Gorbatschow. Die Wiedervereinigung nicht von den Leuten in der DDR, die auf die Straße gegangen ist, ab. Die haben sie nicht auch von Gorbatschow ab. Weil wenn Gorbatschow nicht den Weg bereitet hätte, dann hätten die Menschen in der DDR das natürlich nicht erreichen können. Und es war gut, dass Gorbatschow den Weg bereitet hat, weil die Menschen es wollten. Ich möchte aber einen Punkt auch noch sagen zu dem, was Herr Hodges gesagt hat, weil das finde ich auch wirklich fahrlässig zu sagen, damals ist es gut gegangen, das wahnsinnige Hochrüsten, die ganzen Pershings, die ganzen Atomraketen, wir haben es alle überlebt, also können wir das gerne nochmal machen, wir werden es wieder überleben. Das finde ich wirklich, so kann man doch... Ich habe Brulette einmal gewonnen. Warum setze ich jetzt nicht den gesamten Besitz, denn ich habe wieder auf die gleiche Zahl, mit der ich eben gewonnen habe. Also das war ein hartlicher Erfolg. Ungefähr die Logik ist das. Nicht an so ein gefährliches Territorium, an so ein gefährliches Spiel herangehen. Also, und Sie glauben nicht, dass Putin tatsächlich in vielen Monaten und in nun mittlerweile auch 3 Jahren hier und da auch amüsiert hat über uns und unsere Unfähigkeit auf seine... Darum geht es doch nicht. Es geht doch nicht darum, ob Putin amüsiert oder über uns ist oder wie ernst er jetzt die Atomdrohung nimmt. Je weiter sich das hoch eskaliert, desto schneller. Also Atomkrieg, da sitzt ja nicht ein verrückter Staatsführer in seinem Bunker und sagt, so, jetzt starten wir einen Angriff. Sondern es folgt Eskalationsschritt auf Eskalationsschritt. Wenn Russland jetzt irgendwelche amerikanischen oder britischen Schiffe im Schwarzen Meer angreift, als Reaktion auf die Angriffe, die die Ukraine jetzt mit westlichen Waffen auf russisches Territorium mit westlichen Waffen auf russisches Territorium durchführt. Was ist dann der nächste Schritt? Also was soll dann passieren? Ja, der Westen wird weiter eskalieren. Vielleicht wird der Westen selbst Soldaten schicken. Und was macht Russland dann da drauf? Vielleicht greift es dann westliche Botschaftsgebäude an. Vielleicht, wie gesagt, wir hatten schon Berichte über russische Sabotagetruppen in Rumänien. Also es kann immer weiter hoch eskalieren. Und irgendwann am Ende ist dann der nächste logische Eskalationsschritt der Einsatz von Atomwaffen. Also das ist der Weg in den Atomkrieg. Und so eine Eskalationsspirale, die muss möglichst früh verhindert werden. Aggression zu antworten. Also ich finde, es geht nicht um die Frage von amüsiert. Es geht darum, wie wir den Frieden sicherstellen. Und wir machen tatsächlich zurzeit das, was Herr Hodges beschrieben hat. Und die Amerikaner machen das vor allem. Sie testen aus, sie gehen ein und wir machen es mit. Eine rote Linie nach der nächsten überschreiten wir. Und tatsächlich, auch Olaf Scholz hat vor vielem gewarnt, was er dann gemacht hat. Und ja, wir sind noch nicht im Krieg. Aber es ist natürlich so, irgendwann ist eben die letzte rote Linie überschritten, auf die Russland dann reagieren wird. Und wenn wir tatsächlich eine Kriegspartei sind, oder zumindest in der Wahrnehmung der Russen Kriegspartei sind, und ich erinnere daran, deutsche Offiziere wurden dabei belauscht, wie sie in aller Seelenruhe darüber geredet haben, wie man mit deutschen Waffen russische Ziele zerstört. Also wir sind ja tatsächlich schon so in einer gewissen Art und Weise im Krieg. Und in dem Augenblick, wo die Russen uns als Kriegspartei wahrnehmen, werden wir ein Angriffsziel. So, und dann zu sagen, ja, dann ist ja gut, wenn wir diese Raketen haben, das schützt uns dann. Nein, das schützt uns überhaupt nicht. Und ich hatte eine Frage gestellt. Gut. Geht's wieder zurück zu ihr? Entschuldigung? Ich muss sagen, wir können ganz viel über den Kalten Krieg reden, aber da sind wir halt nicht. Und die Sowjetunion ist auch nicht Russland. Die Ukraine war Teil der Sowjetunion. Das ist jetzt ein eigenständiges Land. Das ist nur so ein Beispiel, warum wir nicht immer nur versuchen sollten, die Lösungen von heute in der Vergangenheit zu suchen. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass sehr viel an konventioneller Ausgleich dazu geführt hat, dass eben nicht die ganz großen Atomraketen gezogen worden sind. Wir haben jetzt die Situation, dass Russland stationiert hat, eigene Soldaten in 3 Staaten der Nachbarschaft gegen den Willen der jeweils souveränen Regierungen dort, in Georgien, in Moldau und in der Ukraine. In Georgien, in Moldau und in der Ukraine. In Georgien gibt es ein Abkommen, was Russland dazu berechtigt, die Soldaten dort zu stationieren. Auch in Moldau gibt es ein Abkommen. Okay, man kann jetzt sagen, weil Russland sich in den moldawischen Bürgerkrieg eingemischt hat und Georgien das Gleiche in den 90er Jahren. Und in der Ukraine, ja, da haben wir gerade diesen Krieg. Also darüber reden wir ja, wie man das wieder beenden könnte. Also das ist ja ein Teil der ganzen Debatte. Ukraine. Abgesehen davon, Soldaten in fremden Ländern gegen deren Willen zu stationieren, das ist das, was der Westen auch andauernd macht. Also ich meine, der Westen hat bei Syrien auch nicht, die USA haben bei Syrien nicht höflich nachgefragt, ob sie denn bitte die syrischen Ölquellen besetzen dürfen, sondern sie haben es einfach gemacht. Und die syrischen Ölquellen sind bis heute von US-Soldaten besetzt. Die USA klauen bis heute das syrische Öl, um mal ein Beispiel zu nennen. Das macht der Westen andauernd. Das ist Normalität in der internationalen Politik. Das ist eben die Frage, wie löst man solche Konflikte, ohne dass es zum Krieg kommt? Das ist die Frage, die man sich stellen sollte. Und nicht, ist das jetzt moralisch falsch, da Soldaten zu stationieren? Ja, aber die Schlussfolgerung ist nicht, dass man dann gleich Krieg führen sollte, sondern Schlussfolgerung ist, dass man das irgendwie friedlich lösen sollte.
dass Russland permanent behauptet, wenn wir irgendetwas machen, wie Helme liefern, wir werden Kriegspartei und wir dennoch der Ukraine helfen, weil wir glauben, dass der schnellste Weg zum Frieden ist und nicht, wenn wir den Russen einfach geben, was Putin die ganze Zeit sagt, was er haben will. Vor allen Dingen, weil die Ukrainer sich verteidigen wollen. Weil er seit 2008, wir ja sehen, alles, was Putin gemacht hat, hat ihn ermutigt, mehr zu machen. Und das ist das Thema. Das Thema ist nicht Kriegstüchtigkeit. Ich kann diesen Begriff überhaupt nicht ausstehen. Wenn wir Frieden wollen, müssen wir aber nicht naiv sein, sondern wehrfähig. Und deshalb reden wir gerade miteinander zum Beispiel darüber, wie man die notwendige Munition, die es bräuchte für alles, was die Bundeswehr jetzt hat, einfach beschafft. Und dafür reicht das Geld, was wir gerade zur Verfügung gestellt haben, nicht. Ja. Bestimmt. Und das hat was mit der Schuldenbremse zu tun. 90 Milliarden kann man nicht so... Es gibt keine 90 Milliarden. Das ist ein Rekordetat. Durch Wiederholung wird es da nicht besser. Das ist unglaublich viel Geld in einem Land, wo Schulen in desolatem Zustand sind, wo wir so viele Probleme haben. Wir haben unseren Verteidigungsetat und... Ja, und wir reden darüber, wie man Bürgergeldempfänger ein bisschen schlechter behandeln kann, dass man da ein paar Dutzend oder maximal ein paar hundert Millionen Euro abzwackt. Während 90 Milliarden Euro für die Aufrüstung draufgehen, während Milliarden und Abermilliarden in der Ukraine versenkt werden. Also das ist ja die Situation. Da. Oder wie wir bei der Kindergrundsicherung sparen können. Also da hat man die endlose Debatten darüber geführt, wie man da auch ja möglichst wenig Geld für ausgeben kann. Die Sozialverbände haben 20 Milliarden gefordert, die Familienministerin 12 Milliarden und Lindner hat dann gesagt, okay, 2 Milliarden kann ich geben und der Großteil, der geht für Verwaltung drauf. Also das war ja dann der Kompromiss. Aber bei der Aufrüstung, ja, da pulvern wir einfach mal 90 Milliarden rein. Ukraine, ja, die kriegt auch ganz, ganz viel Geld. Ich meine, wir haben es ja, aber für Kindergrundsicherung ist da nichts da. Das sind doch mal Debatten, die wir führen müssen. Einschließlich auch der anderen Etats nochmal um 250% gesteigert. Und jetzt machen Sie eine Debatte, dass es nicht reicht, wenn wir noch mehr aufwenden. Aber Ihre Logik ist, wir sollten aufhören, wehrfähig zu sein, damit wir den Sozialstaat verbessern können. Wir müssen den Sozialstaat verbessern. Ja, gegen wen sollen wir wehrfähig sein? Also wir machen Russland ja gerade zu unserem Feind durch diese extrem aggressive Außenpolitik. Das ist ja die ganze Kritik, dass wir mit Russland nicht verfeindet sein müssten, sondern dass wir mit Russland zu friedlichen Beziehungen kommen könnten. 90 Milliarden Ausgaben nicht wehrfähig sind, da muss man mal drüber reden, wo das Geld hinfließt. Das ist sicherlich nochmal ein eigenes Thema. Wie oft wollen Sie denn 90 sagen, bis Sie selber glauben? Das sind ganz kurz die offiziellen Zahlen. Nein, das sind keine offiziellen Zahlen. Doch, es sind nach NATO-Kriterien die offiziellen Zahlen. Da hat Wanklicht völlig recht. Das ist toll, die Moderatoren, die sonst immer meinen, da zu unterbrechen und da sich auf Seite der Fakten stellen zu müssen. Also hier ist Maybrit Illner sehr, sehr leise. Also wenn Wagenknecht irgendwas Falsches gesagt hätte, dann würde die Moderatorin ja dazwischen springen und sagen, nein, das stimmt überhaupt nicht. Aber hier, wo Wagenknecht einfach die Realität ausspricht und wo er immer wieder widersprochen wird, da geht die Moderatorin nicht mal dazwischen und sagt, ja, offensichtlich, es sind 90 Milliarden, das sind halt die offiziellen Zahlen. Das 2%-Ziel Sie erreicht. Sie nicht, dass die Zahlen stimmen nicht. Und ich, ganz kurz... Doch, die Zahlen stimmen. Das sind die offiziellen Zahlen. 90 Milliarden, ja. In allen Themen, die wir bislang hatten, gab es ein Problem, dass Sie nämlich mit den Fakten sehr kreativ waren. Und das Problem ist, dass das genau ein Informations- oder Propagandaproblem ist. Falsche Informationen in den Raum zu stellen, Behauptungen aufzustellen, die sich häufig... Aber wo wir hier schon bei Behauptungen, Zahlen und Finanzierung sind... Da fällt mir gerade was ein. Ich hatte gerade im Hintergrund noch mal geguckt, wo kriegt eigentlich diese Stiftung Wissenschaft und Politik ihr Geld? Und das ist doch sehr interessant. Also in der Phase, als der ganze Laden gegründet wurde, nämlich in den 60er Jahren, da wurde das Ganze vom Bundesnachrichtendienst finanziert. Anfangs bis 1963 wurden die Kosten der Stiftung Wissenschaft und Politik aus dem Haushalt des BND bezahlt. Der BND war bis in die 50er Jahre eine Unterabteilung der CIA, geführt von Reinhard Gehlen, hieß damals Organisation Gehlen. Also auch interessant zu wissen an der Stelle. Heute wird das Ganze, ich hatte es am Anfang schon gesagt, aus dem Bundeshaushalt finanziert. Beziehungsweise aus dem Haushalt des Bundeskanzleramts, um genau zu sein. Also die institutionelle Förderung deckt zu 100% die Kosten der Kerntätigkeit der Stiftung Wissenschaft und Politik. Also es ist ein staatlicher Think Tank, der staatliche Propaganda verbreitet und entsprechend in dieser Funktion ist Claudia Major hier. Auch, ja, wie gesagt, das typische 5 gegen 1, das konnte man sich schon denken. Ja, ich hatte gerade noch mal geguckt. Auch alles sehr, sehr interessant.
auf russische Quellen schützen, aus einem Land, warten Sie bitte ganz kurz, aus einem Land, das keine Presse und keine Informationsfreiheit hat. Und das Problem ist, dass damit die öffentliche Debatte vergiftet wird, weil nämlich immer weniger klar wird, was eigentlich stimmt. Und dann kommt man dazu, in all den Fragen von dem Krankenhaus bis jetzt zu den Verteidigungszahlen, dass sie letztlich die Ukraine delegitimisieren, dass sie Russland legitimisieren, dass sie den Krieg im Endeffekt als nicht mehr ganz so richtig darstellen. Und das vergiftet die Debatte. Und deswegen sind Fakten in den ganzen Debatten so wichtig. Dass das Kinderkrankenhaus von einer russischen Rakete getroffen wurde, ist von dem UN-Menschenrechtsbüro belegt worden, es ist von Bellingcat belegt worden, es ist von unabhängigen Berichterstattern belegt worden. Die andere Quelle ist nur eine russische. Und da hätte ich gewisse Zweifel. Der Verteidigungshaushalt Deutschlands beträgt Einzelplan 14 etwa 52 Milliarden. Ja, genau. Der Rest ist Sondervermögen und da kommen wir bei 72 Milliarden raus. Nein, 90 ist falsch. Und viele andere Sachen waren hier genauso. Und wenn Sie die Fakten immer wieder in Frage stellen, kommt ja alles dazu. Macht es das nicht besser, dann wird unsere Debatte vergiftet. Und deswegen möchte ich davon abraten und finde es gut, dass wir immer wieder zu den Fakten zurückkehren. Und es kommt auch Infrastrukturprojekte. Aber dann sollten Sie sich an die Fakten auch halten. Ganz kurz, Boris Pistorius, der hat sich beklagt. Ich habe deutlich weniger bekommen, als ich angemeldet habe. Das ist ärgerlich. Nochmal kurz, 90 Milliarden sind richtig. Ich zeige euch gleich auch einen Artikel, wo das wo die Zahlen genannt werden. Also es ist ja unglaublich. Also sonst gehen die Moderatoren immer dazwischen. Nein, hier, Frau Wagenknecht, Sie verbreiten Fake News. Oder nee, das kann man so nicht sagen. Aber jetzt, wo Sarah Wagenknecht eindeutig im Recht ist und zwei Propagandisten von NATO-Thinktanks, also Stiftung Wissenschaft und Politik und Atlantikbrücke, hier wirklich übelsten Schwachsinn verbreiten, da gehen sie nicht dazwischen. Also das ist doch sehr, sehr interessant. Für mich, weil ich bestimmte Dinge dann nicht in der Geschwindigkeit anstoßen kann, wie es Zeitenwende und Bedrohungslage erforderlich machen. Das ist genau die Frage. Was ist in diesen Verhandlungen passiert? Es sollte ursprünglich wenigstens über 8 Milliarden geredet werden. Dann waren es zwischenzeitlich mal 2 Milliarden und dann sind es 1,2 Milliarden geworden. Warum hat ausgerechnet der Verteidigungsminister in dieser Situation so viel Pech beim Bundeskanzler? Wir haben eine Schuldenbremse in der Verfassung, die eine gewisse Sinnhaftigkeit hat, aber mit der aktuellen Notwendigkeit nichts zu tun hat. Wir müssen sie reformieren, dafür gibt es zurzeit keine Mehrheit. Ja. Dementsprechend, und zwar auch, weil alle, die irgendwie was mit Regierungsverantwortung zu tun haben, auch die Ministerpräsidenten der CDU, die jeweils regieren, sagen, die muss reformiert werden. Aber der Oppositionsführer beispielsweise sagt, das mache ich nicht, es bräuchte eine Zweidrittelmehrheit. Ausgerechnet Boris Pistorius, ausgerechnet den Verteidigungsminister auf die Art und Weise, salopp gesagt, im Regen stehen zu lassen, wenn man... Im Regen stehen lassen heißt ja eigentlich, wir hätten ganz woanders ganz viel Geld einfach mal sparen müssen. Das hat mir noch keiner erklärt, wie wir das machen. Mhm. Wir werden nicht das alles ausbessern können im parlamentarischen Verfahren. Aber richtig ist, dass wenn er sagt, wir müssen Munition kaufen, damit wir Grundfähigkeiten erhalten können. Dann möchten Sie ihn eigentlich unterstützen. Dann hat er recht. Und dementsprechend, und es geht eben nicht darum, dass wir den Sozialstaat, den Zustand der Schulen in diesem Land, der nicht so ist, wie er sein sollte, und vieles andere dagegen stellen, sondern dass wir das eine tun, das andere nicht lassen, weil die Sicherheitslage in Europa so ist, wie sie ist. Mhm. Und deshalb werden wir versuchen, wo es geht, ihm in den nächsten Wochen auch zu helfen, damit die notwendigen Ausgaben auch getätigt werden. Und dann trotzdem die Frage, Frau Major, wie und warum Menschen in diesem Land nicht dennoch besorgt sein sollen über das, was jetzt passiert. Wir reden auch hier nicht zum ersten Mal darüber, dass man tatsächlich voller Unruhe ist und auch berechtigter Sorge über den Zustand Europas momentan. Und mit welchen Gedanken eigentlich der Bundeskanzler, würden Sie sagen, die Menschen in diesem Land eingestimmt hat darauf, dass wir jetzt aufrüsten müssen und dass diese Aufrüstung etwas kostet und dass sie auch schmerzhaft sein wird und dass wir... Okay, lassen wir sie mal ausreden, aber das finde ich doch... Also jetzt wird darüber geredet, ob man die Menschen denn nicht richtig auf diese Aufrüstung eingestellt hat. Es ist eine Strategiedebatte unter Leuten, die alle in die gleiche Richtung wollen. Und Sarah Wagenknecht, die hat man dann noch dabei, um wenigstens ein bisschen Widerspruch zu haben, damit wahrscheinlich überhaupt Leute die Debatte gucken. Wenn nämlich 5 Leute sich gegenseitig zustimmen würden, dann würden nicht so viele Leute die Debatte einschalten. Aber das ist ja... Ja, ich habe das ja schon am Anfang gesagt, dieses Framing, die Themenauswahl, die Auswahl der Fragen, über die diskutiert werden, das ist doch alles schon sehr stark tendenziös. Nicht Zuwendungen, sondern Zumutungen verteilen werden. Ich bin auch besorgt. Ich bin auch besorgt, wenn wir in Europa einen Nachbarn Russland haben, der bereit ist, Krieg zu führen, nuklear unterfüttert und Grenzen zu verschieben und in den besetzten Gebieten in der Ukraine, Sie hatten das eben gesagt, Kriegsverbrechen begeht, Menschen verschleppt, tötet, vergewaltigt und alles. Und der systematisch dieses Land zerstört und die Lebensgrundlagen, Energiewerke oder Ähnliches zerstört. Mhm. Mich beunruhigt das zutiefst. Aber die Frage ist ja, was machen wir daraus? Wir haben die russischen Intentionen sehr klar in den Reden von Putin, Medvedev in den Strategiedokumenten. Wir sehen, dass Russland systematisch aufrüstet. Und zwar nicht nur für die Ukraine, sondern die Lager füllt, mobilisiert und auch innenpolitisch das Land auf einen langen Konflikt einstellt. Und dann ist ja die Frage, wie viel ist das, was wir uns in Deutschland, was wir uns in Europa aufgebaut haben? Die Freiheit,
die Sicherheit und der Wohlstand. Wie viel ist es uns wert, das zu schützen? So. Ja, wie viel ist es uns wert? Aktuell 90 Milliarden und ich würde bezweifeln, dass wir damit unsere Freiheit und Sicherheit schützen. Ich würde sagen, wir dienen damit vor allem den Interessen der Vereinigten Staaten, beziehungsweise einer kleinen Elite in den Vereinigten Staaten, muss man ja sagen. Der Großteil der US-Bevölkerung hat ja von der Verteidigung der unipolaren Weltordnung selbst auch ziemlich wenig. Hier nochmal ein Artikel von, aus der Zeit, den hatte der gute Matthias auf Twitter rausgesucht. Da habe ich ihn gerade hier. Also hier ist nochmal die Zahl. Deutschland hat 90,6 Milliarden Euro an die NATO gemeldet und erreicht damit das 2%-Ziel. Um genau zu sein, 2,1%. Das sind die aktuellen Zahlen. Also ja, Wagenknecht hat recht. Also was diese Behauptungen, Wagenknecht würde irgendwelche falschen Zahlen verbreiten, die ist Schwachsinn. Also die anderen Zahlen, die genannt wurden, die waren auch richtig, aber das sind halt andere Arten zu rechnen. Bei diesem, naja, im Verteidigungshaushalt, da kann man viele Dinge verstecken, da hat man auch das Sondervermögen. Das sieht dann alles niedriger aus, als es eigentlich ist, aber wenn wirklich alles dazu zählt, dann sind wir bei über 90 Milliarden. Also das jetzt nochmal als kleiner Nachschlag. Ich würde mir wünschen, dass man mit Russland verhandeln kann. Es gab mehrere Bemühungen, ich hatte sie vorhin alle genannt, die brasilianische, afrikanische, all die Initiativen. Es gibt auch regelmäßig Gespräche über Gefangenenaustausche zum Beispiel, über die Getreideabkommen. Aber es gibt keine Gespräche über das Ende des Krieges, weil das Russland ablehnt. Das heißt, die Frage ist, wie kriege ich jemanden an den Verhandlungstisch, der nicht verhandeln will, sondern siegen? Und momentan sind die Versuche gescheitert, also wahrscheinlich... Stimmt immer noch nicht. Also Wiederholung macht es nicht wahrer. Das ist immer noch Quatsch, auch wenn... Ich glaube, wir springen mal zum nächsten Punkt vor. Das wird mir jetzt echt zu redundant. Ich hatte es vorhin schon erklärt. Russland hat seitdem der Krieg losgegangen war, durchgängig versucht zu verhandeln. Russland hat durchgängig eigentlich Positionen gefordert, auf Basis derer man relativ guten Kompromiss hätte finden können. Aber der Westen wollte das nicht. Der Westen hat Druck auf die Ukraine ausgeübt. Es hat mittlerweile sogar der ukrainische Chefverhandler bestätigt, dass die Ukraine die Verhandlungen in Istanbul abgebrochen hat, weil Boris Johnson in die Ukraine gekommen ist und gesagt hat, ja, mit Russland kann man nicht verhandeln, wir geben euch Geld und Waffen, bis ihr Russland besiegt habt. Also der Westen hat Druck auf die Ukraine ausgeübt, die Ukraine hat dann gesagt, okay, dann kämpfen wir weiter und deswegen haben wir bis heute Krieg. Das ist die Situation und Russland ist bis heute verhandlungsbereit. Eine Einflusszone der Amerikaner wird mit Militärstützpunkten. Ja. Vor dem Krieg waren 4.000 Soldaten da, mit Spionagestützpunkten. Es gab 12 Spionagestützpunkte direkt an der russischen Grenze. Das heißt, man hat die Ukraine im Grunde... Herr Walandi schreibt es gerade im Chat, wer sagt, dass Russland nicht verhandeln will, nachdem Putin vor 10 Tagen wieder ein Angebot unterbreitet hat, ist eine widerliche Lügnerin. Okay, deine Worte, nicht meine. Aber... Das ist doch sehr interessant. Also das, was Putin da gesagt hat, das ist doch sowieso seit über einem Jahr schon russische Position. Also man hätte sich nur mal anschauen müssen, was die russische Regierung die ganze Zeit verlautbart. Jetzt hat Putin das einfach nochmal offiziell in der Pressekonferenz wiederholt, damit die westlichen Medien auch ja mitbekommen, was die russische Position ist. Aber es ist die gleiche Position, die Russland schon die ganze Zeit hatte. Und jetzt muss es auch dem letzten Deppen aufgefallen sein. Aber die Lüge, Russland wolle nicht verhandeln, die wird trotzdem immer und immer wieder wiederholt. Es ist unglaublich, wie Leute die Realität ignorieren können und wie sie wirklich versuchen können, wie er wirklich versucht hat, Millionenpublikum für dumm zu verkaufen. Zu einem militärischen Vorposten der Amerikaner gemacht. Also NATO-Mitgliedschaft klingt immer so abstrakt. Die Ukraine braucht Sicherheitsgarantien, aber sie, ja, wenn sie Teil der militärischen Struktur wird, wird Russland wahrscheinlich darauf nicht eingehen, auf so einen Deal. Auf so einen Deal wird Russland nicht eingehen. Weiß ich nicht, aber ich nehme es nicht an, weil der eigentliche Grund des Krieges ein anderes ist. Um eine kurze Antwort, auch wenn das kompliziert ist. Wenn Hodges, kann das eine Situation sein, dass die Russen Zugeständnisse machen würden, wenn der Westen verspräche, dass die Ukraine niemals in die NATO kommt und die Ukraine zu Zugeständnissen bereit wäre, wenn sie sagen würden, dass sie nicht in die NATO, dass sie unbedingt in die NATO kommen darf. Ist das eine auflösbare Situation oder geht? Ja. Kurze Antwort, ja. Sie eigentlich nicht aufzulösen. Ich glaube, das wäre ein fürchterliches Ergebnis. Das ist hier nicht das 18. Jahrhundert, wo die Großmächte beschließen, was die kleinen Länder tun dürfen oder auch eben nicht. Oh Gott, das war ein General im US-Militär. Also, das kann doch nicht sein Ernst sein. Wie viele Regime-Changes von den USA hat er denn in den letzten Jahrzehnten mitbekommen? Der war doch da ganz oben. Hier versucht uns offensichtlich jemand komplett zu verarschen.
Natürlich befinden wir uns in so einer Welt, wo sowas passiert. Was ist denn in Libyen passiert? Was haben die USA denn in Syrien versucht, zusammen mit ihren lokalen Verbündeten Türkei und Saudi-Arabien? Was hat die NATO denn in Serbien gemacht? Also das sind doch, da haben doch die Großen offenbar entschieden, so der Kosovo, der wird jetzt unabhängig, ganz egal, was das Völkerrecht sagt. Oder in Libyen, so Gaddafi muss weg, ganz egal, was das Völkerrecht sagt. Also das war noch eindeutige Entscheidung, was haben die USA denn im Irak oder in Afghanistan gemacht? Also das ist doch alles vollkommen eindeutig. Das ist unglaublich. Ja, wir haben nicht mehr das 18. Jahrhundert, sondern das 21. Jahrhundert, wo immer noch Großmächte entscheiden, was mit den Kleinen passiert. Politik wird hauptsächlich von Großmächten gemacht. Und Russland handelt hier nicht groß anders als der Westen, weil es auch irrational wäre, andere Mittel anzuwenden als der jeweils andere. Es ist unglaublich. Es gibt die Charta der Vereinten Nationen, es gibt das Recht von Nationen, ihre eigene Souveränität zu schützen, es ist das Recht der Ukraine. Ja, hatte Libyen dieses Recht 2011 auch? Hatte die Ukraine 2014, als der Westen am Putsch unterstützt hat, dieses Recht auch? Hatte Serbien 1999 dieses Recht? Danke, Rollo, für das Abonnement, was du hier gerade verschenkt hast, an der Stelle nochmal. Wenn Sie der NATO beitreten wollen. Und danke an, da hatte vorher noch wer abonniert, Detox. Sich dann auch darum zu bewerben. Für die Vereinigten Staaten und Russland, dass die nun darüber verhandeln sollen, was andere Länder tun dürfen. Ich glaube, das spricht gegen alles, von dem wir sagen, dass es für uns von Wert ist in der internationalen wertebasierten Ordnung. Warum sollte Russland darüber entscheiden dürfen, was die Ukraine tun möchte oder darf? Das Einzige, wovor Russland Angst hätte, wäre, dass die Ukraine ein liberales, demokratisches Land wird mit all den Vorteilen der Integration. Ja, ein liberales, demokratisches Land war die Ukraine 2014 unter Janukowitsch eher, als sie es heute unter Selenskyj ist. Also unter Janukowitsch, da ist man nicht für ein paar Jahrzehnte ins Gefängnis gekommen, weil man die Regierung kritisiert hat. Unter Janukowitsch, da sind nicht irgendwelche faschistischen Milizen durch die Straßen gezogen und haben das Gewaltmonopol ausgeübt. Unter Janukowitsch gab es da auch schon Folter in den Gefängnissen, aber da gibt es ja eindeutige Berichte, die wir mittlerweile haben. Unter Janukowitsch wurden noch nicht massenhaft Journalisten inhaftiert, die ukrainische Regierung kritisiert haben. Also es sind ja viele Journalisten aus der Ukraine nach Russland geflüchtet, weil sie in der Ukraine eben nicht mehr frei berichten konnten. Das ist ja die Situation, die wir haben. Also die Ukraine, die war, bevor die USA meinten dort, wie gesagt, ich muss das jetzt wieder vorsichtig formulieren, einen Regime-Change unterstützen zu müssen, der letztlich natürlich von innerukrainischen pro-westlichen Kräften ausgeführt wurde. Bevor das der Fall war, war die Ukraine wesentlich demokratischer, als sie es heute ist. Das heißt, wenn, also jetzt mal in diesem ziemlich absurden Framing, da es in der Politik eh nicht um Demokratie und Menschenrechte und den ganzen anderen Firlefanz geht, um an diesem absurden Framing zu bleiben, wenn jemand Angst vor einer demokratischen Ukraine hatte, dann war das der Westen. Nation des Westens, denn es wäre dann für Wladimir Putin unmöglich, seinem eigenen Volk zu erklären, warum das Leben in der Ukraine so viel besser ist, als es in Russland selbst ist. Das ist, wovor er Angst hat, nicht US-Militärbasen in der Ukraine. Er hat also, guckt, ihr könnt euch jeden Indikator angucken. Also selbst in der Ukraine des Jahres 2021, vor Beginn der Full-Scale-Invasion, war das Leben in der Ukraine schlechter als in Russland. Das Lohnniveau war geringer, die Renten waren geringer, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf war geringer, die Armut war höher. Also guckt euch wirklich beliebige Indikatoren an. In der Ukraine sah es katastrophal aus unter dem Post-Maidan-Regime. Die haben die Wirtschaft wirklich, die vorher schon sehr, sehr schlecht lief. Die Ukraine war eine der ehemaligen Sowjetrepubliken, wo die wirtschaftliche Entwicklung mit Abstand am schlechtesten aussah. Und jetzt die Post-Maidan-Regime seit 2014 haben das Land noch weiter heruntergewirtschaftet, unter anderem auf Druck des IWFs. Also ja, das, ich sag mal so, das mit der wirtschaftlichen Entwicklung und Demokratisierung der Ukraine unterstellt, dass das überhaupt jemand in westlichen Hauptstädten zum Ziel hatte, dann nicht so gut funktioniert. Angst davor zu sehen, dass Ukrainerinnen und Ukrainer ein so viel besseres Leben führen als Russinnen und Russen. So wie es in Estland, Litauen und Also Estland, Lettland, Litauen, wo 10-20% oder mittlerweile glaube ich eher 20% der arbeitsfähigen Bevölkerung abgehauen sind. Weil sie dort so ein schönes Leben führen, weil diese Länder so eine gute, unabhängige Entwicklung genommen haben. Lettland und Polen der Fall ist. Wir müssen an der Stelle einen Punkt machen, weil... Ja, vorher in Polen, da ist das mit der Abwanderung der arbeitsfähigen Bevölkerung netto nicht so schlimm, weil nach Polen ganz viele Ukrainer ausgewandert sind. Weil es in Polen halt immer noch besser lief als in der Ukraine. Auch ein gutes Stichwort. Ja, damit ist ein schönes Standbild zum Ende. Damit ist die heutige Sendung zu Ende.
In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ich hatte es euch hier gezeigt. 5 pro-westliche Propagandisten, okay, die Moderatorin war heute nicht so schlimm, sagen wir 4 pro-westliche Propagandisten gegen Sarah Wagenknecht, wieder ein typisches 4-gegen-1. Ja, also mit wirklich abstrusen Behauptungen argumentieren sie gegen Wagenknecht. Nochmal der Hinweis, Claudia Major, Stiftung Wissenschaft und Politik, wurde mithilfe des BNDs gegründet, wird zu 100% von der Bundesregierung finanziert. Klaus Kleber, Mitglied in der Atlantikbrücke, Omnit Noripur, auch Mitglied in der Atlantikbrücke. Also auch, ja, total tolle Gästeauswahl, wie wir es von den Öffentlich-Rechtlichen gewohnt sind. Zum Abschluss nochmal der Hinweis in eigener Sache. Folgt mir auf Rumble und folgt mir auf Odyssee. Die Links zu Rumble und Odyssee findet ihr in der Videobeschreibung und in der Kanalbeschreibung, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. Also wenn ihr mir dort folgen wollt, könnt ihr mich gar nicht verfehlen. So.